überall. Sie wissen doch, dass ich kurz bin. Ja, ich bin auch deshalb ausgemacht, weil ziehst du mal die Flachen an. Schuhe im Schrank habe. Und dann dachte ich, nee, also die 12 cm Stilettos, die tue ich dem Mann nicht an. Ich habe mich heute für den trittfesten Pumps entschieden. Und zu diesem schönen Thema will ich Ihnen aber gleich mal was sagen. Wissen Sie, Sie sind so ein Mann. Egal wie hoch Ihre Schuhe sind oder was Sie unternehmen, Sie werden immer ein kleiner Mann sein. Ich bin auch in Ballerinas eine große Frau. Und ich hatte ja auch, das ist es, Sie können ruhig klatschen, über Es ist nämlich so, ich hatte ja in der Pubertät auch ein Problem mit der Größe und dachte immer, ach, da macht man so eine Hucke und ich treffe mich mit einem Mann, ziehst du Pumps an, ist die Größe. Bis mir meine Mutter gesagt hat, du bist barfuß groß, ob du nun 8 cm, 12 cm oder Latschen an hast, du wirst immer eine große Frau sein. Und deshalb habe ich mir gesagt, scheiß drauf, zieh ich an, was mir passt. Aber ich habe Rücksicht auf die Frau. Ich kann sagen, selbst ohne meine Eltern wusste ich, dass ich unabhängig von meiner Länge groß bin. Ich weiß nicht genau. Jetzt kommt aber der Oberknaller. Im Grunde ist es mir, auch jetzt für private Angelegenheiten, vollkommen egal, wie groß ein Mann ist. In der Mitte trifft man sich immer. Es gibt viel wichtiger. Ich halte für die Körpergröße, halte ich in einer Beziehung zwischen Menschen für etwas total Nebensächliches. Ja, meine Großmutter aus Paris sagt immer zu mir, mach dir keine Sorgen, Hauptsache in der Mitte passt. So sagte sie. Genau. Da war ich zu jung für, um das zu verstehen. Aber genau, kommt es mir trotzdem. Also, liebe Frau Diesen, Sie sind ja geboren 1956 in Berlin-Charlottenburg. Dort in einem Krankenhaus oder noch zu Hause? Ich bin geboren im St. Franziskus Krankenhaus, vis-à-vis vom Bahnhof Zoo, quasi gegenüber vom Affenhaus. Und 1961, da waren Sie erst 5 Jahre alt, kam der Mauerbau. Haben Sie daran noch eine eigene Erinnerung? Oh ja. Eine sehr interessante Biografie wird auch selten nachgefragt, weil meine eigene Familie, das waren ja Flüchtlinge. Meine Mutter ist eine alteingesessene Weimaranerin. Die haben 400 Jahre in Weimar gewohnt, Müllerstraße 42, weil sie da mal vorbeigehen wollen. Das ist eine schöne Stadtpalais. Und mein Vater kommt aus Dresden. Und die haben sich als Flüchtlingskinder kennengelernt. Meine Mutter hat Thüringisch gesprochen, wurde auch lange Zeit dafür sehr gehänselt. Also es war nicht einfach, zumal sie auf die Schauspielschule wollte. Also es haben sich Tragen vorm Spiegel abgespielt, hat die Murmeln in den Mund genommen. Meine Oma hat ihr den Text aus dem kleinen Hai vorgelesen. Es war furchtbar, ich war so furchtbar. Dann hat sie einen kleinen Hocker gehabt. Und immer wenn sie auf den Hocker so ein Schemel sich gestellt hat, da wollten sie nicht Thüringisch sprechen. So bin ich aufgewachsen. Erzählen Sie uns doch mal kurz etwas über Ihre Schulzeit. Warum lagen Ihnen Fächer wie Mathematik, Physik und Chemie gar nicht? Ich muss Ihnen dazu erklären, was ich für ein Typ war. Deshalb verstehe ich es nicht ganz. Mathematik war ich richtig sehr gut. Das hatte eine formale Logik, die konnte ich verstehen. In Physik war ich eine absolute Flasche, weil ich nie erklären kann, wie die Frau in Peking steht, in der Kamera quatscht und ich sehe das eine Sekunde später und höre es in meinem Fernseher, irgendwas mit Prixeln in der Luft. Also das ist mir alles fremd. Das kann ich nur auswendig lernen. Chemie hat wieder ein bisschen Logik, war mir aber auch zu anstrengend. Aber Mathematik hat doch so eine schöne formale Logik. Wunderbar, ich beglückwünsche Sie dazu. Ja, klingt gut, ne? Ja, ich bin eine naturwissenschaftliche völlige Niete. Ich bin eine Spezialbegabung. Ich sage mal, die Berliner Operette, ja, die ist mir in die Wiege gelegt. Aber gewisse Dinge, also ich meine, meine Talente gehen in gewissen Richtungen weit übers Maß hinaus. Und genauso hält sich die Balance in dem in gewissen Bereichen. Ich möchte sagen, Defizite habe, die schon an Behinderung grenzen. Wie ist das?
in der Schule, Sie hatten ja wahrscheinlich auch starke Fächer, ich hoffe mal Musik und Deutsch und so weiter, und dann schlechte Fächer. Macht dann Schule noch Spaß, oder? Nein, ich hatte ja auch Sondertermine beim Schulamt, weil meine Mutter hat ja vorgesprochen, weil es nicht sein kann, dass da auch da war ich ein Sonderfall, völliger Außenseiter, weil ich hatte eine 1 in Latein, in Deutsch, in Biologie, aber ich hatte 6 in Mathematik, in Physik und in Chemie. Und damit kann man ja nicht versetzt werden. Und da sich das auch nie geändert hätte, wäre ich über die 12. Klasse, ab 8. Klasse wäre ich immer nur noch sitzen geblieben. Und das wäre eigentlich gar nicht gegangen. Man hätte mich von der Schule nehmen müssen, aber es gibt ja Schulpflicht. Also ich glaube, ich habe da so einen Stempel oder so eine Marke bekommen, dass ich nicht alle Tassen im Schrank habe. Also ich wurde dann versetzt, obwohl nach normalem Schulrecht hätte ich nicht versetzt werden dürfen. Aber dann wäre ich nie über die Grundschule hinausgekommen. Wobei ich ja in anderen, Latein flog mir zu. Ja, bei mir und flog Latein immer weg. Und ich muss Ihnen auch eins sagen, das ist nämlich auch das ganz Gemeine. Ab einem gewissen Level kommst du ja auch nicht mehr rein. Nee, das ist ja so, wenn dir dann die Basis fehlt, also wenn du schon immer furchtbar schlecht gewesen bist in Mathe und kannst du dich ja später gar nicht mehr einklinken. Dasselbe in Chemie, Physik. Und dann sagte immer diese Lehrerin, Kinder, wenn ihr was nicht verstanden habt, dann fragt doch. Also melde ich mich, stelle eine Frage, die ganze Klasse brüllt vor Lachen. Ja. Ich wusste gar nicht, warum. Also ich war chancenlos. Ja, das verstehe ich. Wenn Sie das die schlechteste Note... Schön war es nicht. Wenn Sie die schlechteste Note 6 nach Hause brachten, wurde dann mit Ihnen gemeckert oder wurden Sie eher getröstet? Nein, die sind mit mir Eis essen gegangen und haben mich, ja, die haben mich gestreichelt und die haben gesagt, sei nicht traurig, es gibt so viele Vollidioten mit guten Zeugnissen und du bist ein wunderbarer Mensch und die Lehrer, meine Mutter, und das muss ich wirklich sagen, in unserem Hause hieß es in dieser Situation, dass diese ganzen Lehrer nicht die pädagogische Fähigkeit haben, mit einem so wunderbaren Menschen wie mir umzugehen und an mir scheitern. Ja. Ich finde aber doch beachtlich, was die ganzen Lehrer aus Ihnen gemacht haben. Also, wie kam es eigentlich zu Ihrer Ballettausbildung? Sie haben ja gerade gesagt, Ihre Mutter hat Sie schwer davor gewarnt. Und wie lange dauerte die? Und war das eine Tortur körperlich? Ja, darum geht's ja. Also wissen Sie, diese ganzen Sachen, Eislauf, Ballett, also ohne Tortur kommen Sie dazu nichts. Das ist halt für Amateure, ne? Dass ja. Man sagt, es ist schön Wettersegler oder ich gehe nur auf den Berg, wenn die Sonne scheint. Ich meine, der richtige Bergsteiger, der sieht sein Ziel vor Augen und wenn er weiß, ich werde ein paar Eisblasen, abgefrorene Zehen davon tragen, es hält ihn ja nicht ab. Ne? Und man macht es auch gerne, weil es ist ja Kunst, es ist ja nicht Turnen, ist ja immer Musik dabei und man kann es eigentlich nicht beschreiben. Das ist wie der Glaube, wissen Sie, es gibt ja Glaube und Wissen und wenn man glaubt, erschließen sich die Dinge auch von selber. Es kam natürlich auf mich zu. Meine Mutter war auf Tournee und da hat meine Großmutter mich heimlich, das müssen Sie sich mal vorstellen, was andere Leute so an Heimlichkeiten zu Hause machen, ne? Oder irgendwie versteckt halten. Und für uns war es eine riesige Heimlichkeit, dass meine Großmutter mich heimlich in der Ballettschule angemeldet hat. Das war in Abwesenheit meiner Mutter, die auf Tournee war. Und es kam dann raus, als sie von Tournee wiederkam. Und Dankeschön. Und das war ein Eklat, weil mein Hinterrücks mich in einer Ballettschule angemeldet hat, aber das ging dann alles ganz schnell. Wie lange waren Sie dort? Ich war ja von Stunde 1 an da die Beste. Wissen Sie, bei mir sah das Schöne, es sah bei mir immer nach Ballett aus. Sofort. Sah sofort nach Ballett aus. Und das war eben das, was mir dann auch Mut gemacht hat. Ich war aber auf der falschen Ballettschule, kam dann aber mit 11 Jahren auf die Berliner Tanzakademie, wurde dort sehr fleißig und es war mein Zuhause. Es war für mich ein Paralleluniversum und nur was dort passiert ist, war für mich wichtig, hatte Bedeutung. Zuhause, Schule, privat, egal, oder daheim,
Ich war nur, was in diesem Ballettsaal stattgefunden hat, hatte Bedeutung. Alles andere zählte für mein Leben nicht. Das heißt, dass das Selbstbewusstsein, das Ihnen an der Schule zum Teil etwas genommen wurde, dort aufgebaut wurde? Ja, ja, aber ich hatte nie das Gefühl, dass ich einen Mangel an Selbstbewusstsein nötig hätte. Also, es ist eine Sache, die habe ich nicht so empfunden. Und wie gerieten Sie dann an das Ensemble der Deutschen Oper und später der Staatsoper München? Ja, das ergab sich ganz einfach. An der Staatsoper München war ich ja eigentlich gar nicht auf der Bühne. Es ist aber so, dass ich da in der Ballettwelt, das war wie eine Trennungsphase, ich war der Ballettwelt dadurch noch sehr verbunden. Wichtig war die Deutsche Oper Berlin und das ergab sich aus dieser damaligen Berliner Tanzakademie, wo man dann kleine Aufgaben als Elevin bekommen hat und wo man erst in Opern, dann in Operetten mitmachen konnte und dann auch im Ballettensemble besetzt war. Und das war für mich natürlich wie eine Berufung auf den Olymp oder wenn man zur Kirche möchte oder Nonne werden will. Und dann ruft einer an und sagt, du, am besten ist, wir setzen dich gleich auf den Heiligenstuhl. Du bist so toll. Also das war für mich die Erlösung für all die Mühen und es war meine Heimat. Und wie kamen Sie denn für zwei Jahre, wie wurden Sie zwei Jahre lang Revue-Girl beim Lido, beim war Pariser ich doch Lido? Gar nicht, war ich doch gar nicht. Das wollte nur die Presse immer hören. Wie lange waren Sie dort? Wissen Sie, ich habe schon frühzeitig angefangen, mit Fake News zu arbeiten. Ne? Weil ich gemerkt, was jetzt sehr, sehr modern ist, weil ich gemerkt habe, wie dumm die Menschen sind. Menschen wollen manchmal, ich meine damit jetzt aber auch die Medien und die Presse, ja, Menschen wollen manchmal die Wahrheit nicht wahrhaben und nicht hören. Sie lechzen und gieren aber mit einer sprichwörtlichen Gier und Geilheit nach Unwahrheiten. Und dass ich da oben ohne aufgetreten bin, das fanden die ganz scharf. Ja? Das heißt, und da haben die mich immer, wenn ich das erzählt habe, in die Talkshow. Die Deutsche Oper wollten die nicht hören, die wollten eher das Lied richtig, hören. Richtig, es muss immer mit Degradation, abwertend. Abwertung ist eine ganz wichtige Sache. Und in Deutschland, die Leute lieben es, wenn du etwas erzählst, wodurch sie auf dich herabschauen können. Bei der Deutschen Oper kann keiner auf mich herabschauen. Aber ach, die springt da rum, oben ohne, mit nackten Titten im Lido als Revue-Girl, können wir alle schön drauf herabschauen. Und ich dachte, bitte play by the rules. Ne? Das heißt, das haben Sie erzählt und Sie waren nie dort. Na, ich war dort. Ich war dort, weil ich meine, da sehr gearbeitet, enge Freunde nicht habe. Das Programm bitte? Nicht das Programm angesehen, sondern haben Sie dort gearbeitet? Nein, ich war da nicht engagiert. Aber die Leute lieben diese Geschichte, hätte aber engagiert sein können. Ja, und wissen Sie, warum ich es auch nicht gemacht habe? Ich habe es als Verrat ans klassische Ballett verstanden. Also ich dachte, man kann nicht, das ist so wie wenn Sie trainiert sind als Koloratursopranistin und Ihr Ziel ist, oder Sie haben gesungen Die Königin der Nacht an der Deutschen Oper Berlin und dann sollen Sie bei Dieter Bohlen im Hintergrund Schubidu machen. Also es ging nicht. Was mich aber wirklich interessiert ist... Oder ich bin erst auf der Hans-Eisler-Schule und dann drehe ich doch ein Porno. Also für mich ging das eben nicht. Das war meine Schamgrenze. Interessant, weil manche lieben ja den Wechsel. Aber was mich interessiert, ist, wie Sie dann von dieser Art Ausbildung, also im Ballett, dazu gekommen sind, im Fernstudium katholische Theologie zu studieren. Und das ziemlich lange und erfolgreich. Ja, schauen Sie sich doch bitte mal den Wortstamm an. Thea und Theos, Gott und Theater, Theos und Thea, es ist dasselbe. Die Kathedrale ist beim einen die Kirche, die Menschen finden dort die Fragen auf die Antworten auf die Fragen, die sie ans Leben haben. Und im Theater, da findet der Mensch auch alle Antworten auf die Fragen, die man ans Leben nur haben kann. Und so ist im Grunde genommen auch mit der Hingabe, mit diesem sich nur über den Geist der Materie nähern können, das ist im Grunde Theater und Kirche. Ich glaube, es gibt nichts, was näher beieinander liegt. Noch dazu das Spektakel der Katholiken, ja, wenn die dann hier mit dampfenden Handtaschen und in roten Mänteln sich feiern lassen und mit Orgelorchester. Also ich muss Ihnen wirklich sagen, aber was mich jetzt interessiert,
Das klingt ein bisschen wie Ihre heutige Erkenntnis. Oder haben Sie das schon gesehen, als Sie sich entschieden haben, es zu studieren? Ich wollte ein geisteswissenschaftliches Studium machen. Und die Theologie ist ja auch wird völlig falsch betrachtet, ist eines der schönsten Studienfächer, die es gibt. Wir können an diesem Punkt, das könnte die letzte Frage sein, könnte ich mich mit Ihnen jetzt 2 Stunden drüber unterhalten. Und zwar Folgendes: Zum einen sind ja in England, sowohl in der Wall Street in Amerika oder auch in London City, ja, wo die Banker arbeiten, haben viele Theologie studiert. Nicht so hier in Deutschland. Wir werden ja auf ein Gleis gesetzt, was funktionieren muss. In England ist das anders. Viele Theologen werden Stockbroker. Es ist so, dass dieses Studium deshalb so schön ist, weil es die Psychologie, die Philosophie und die Psychologie beinhaltet. Es setzt sich aus diesen unterschiedlichen Bereichen des Menschseins. Und Sprachen, nicht zu vergessen. Ja. Und was? Und Sprachen. Altsprachlich. Ja. Ja, natürlich. Und da müssen Sie ja logisch denken können. Also es nimmt eigentlich den Menschen rundum und in einem 365-Grad-Aspekt ins Visier. Und deshalb ist es ein so schönes Studium, weil man es letztendlich auch nur begreifen kann über Intuition. Also es ist kein Büffelstudium, natürlich muss man lernen, aber man kann es sich nicht drauf schaffen wie Biologie. Ich muss 3000 Farnsorten auf Latein auswendig lernen. Sowas gibt es da nicht. Es ist immer Interpretation. Du musst exegetisch die Bibel, also das Wort Gottes, musst du zeitgemäß interpretieren lernen. Und das ist faszinierend. Ja, das glaube ich. Ich hatte gerade im Deutschen Theater Herrn Lammert als Gast und der hat die berühmte Predigt, also das berühmte Gebet, neu formuliert. Aber nicht so in so einer billigen Sprache. Das Vaterunser. Mhm. Neu formuliert. Und jetzt gibt es immer mehr Pastoren, die ihn anschreiben und das haben wollen. Ja, das heißt, glaube ich gern. Weil er es etwas anders interpretiert. Mhm. Was ich auch ganz spannend fand. Wollten Sie damals auch raus aus Kunst und Musik und alledem? Auch. Haben gesagt, ich muss was anderes machen. Ja, auch. Es war dann für mich abgeschlossen mit dem Ballett, wissen Sie? Also das war dann, man muss dann eben den Absprung finden. Und das fiel mir aber nicht schwer, weil ich bin ein Mensch mit breit gefächerten Interessen. Und ich dachte dann sofort, ohne groß überlegen zu müssen, ach, Theologie ist doch ein tolles Studium. Vor allem macht es keiner, sehr wenige Frauen nur. Und da waren ja auch sehr nette Männer unterwegs. Aber die wollten ja leider alle Priester werden. Das war auch wieder aufs falsche Trauriger Pferd Fall, gesetzt. Ja. Aber, wesentlichen, entscheidenden aber Fehler gemacht. Was faszinierte Sie damals, nicht heute, was faszinierte Sie damals am Katholizismus? War es doch dieses Theater, Also, wenn man sich mal die tollen Regisseure anguckt, sei es Oper, sei es ein Marthaler, jeder Regisseur bedient sich eigentlich beim Katholizismus. Der Protestantismus, der wird selten nachgemacht. Aber diese ganze Bildersprache, ich kann es Ihnen genau erklären, wenn wir uns mal hier wirklich seriös unterhalten wollen. Ja, haben wir bisher schon die ganze Zeit gemacht. Wissen Sie warum? Weil diese Bildersprache der Bibel und des Katholizismus, die wird ja weltweit verstanden. Und diese Bildersprache, die symbolreiche Bildersprache, diese emotionalen Stilmittel, die ein Gefühl vermitteln, eine Stimmung erzeugen. Da liegt natürlich die katholische Kirche mit Prunk und Pracht, mit der Inszenierung des Theaters sehr eng beieinander. Und die Katholiken haben ja auch die Brauereikunst entwickelt, die Weinkellerei und den Karneval etabliert. Das kommt ja alles aus dem Katholizismus. Also der Frohsinn, der findet da seinen Ursprung. Ich habe der ersten Bischöfin der Welt, einer evangelischen, im Deutschen Theater gesagt, dass ich finde, dass die Katholiken mehr Humor haben als die Protestanten. Und da sagte sie exakt mit dem Gesicht, das stimmt gar nicht. Wenn lachte der Also ich glaube, ich will das liegt mal sagen, auch an der Beichte. In einem gut geführten Kloster oder in einer Abtei, wo ja Männer dann sind, geht es sehr lustig zu.
die Zeit, die die haben, ja, nur Weiber unter Weibern oder Kerle unter Kerlen, dann das ganze Bier, ja, durch dann die Brauereien, dann die Weinberge, die Braukunst, nur bestes Essen, der Kräutergarten. Also wenn sie nichts anderes wollen, die machen sich da alle einen Lenz, muss ich Ihnen wirklich sagen. Ja. Und in Bayern, dann leben sie noch in Palästen, könnte ich mich auch totlachen über diesen einen. Wissen Sie, wie heißt denn der nochmal? Dieser, der da so Skandale auch hatte, weil der so viel Geld ausgegeben hat. So, sie wissen, wen ich meine. Der wurde dann abserviert, weil er natürlich Prunk und Protz wohl mit 30 Millionen verbraten, um sich da ein Badezimmer zu sanieren, ne? Und wohnt in einem Palais. Kinder, darüber, dass sein Nachfolger da eingezogen ist und genau das jetzt nutzt, darüber hat nie einer geschrieben. Ich muss den Nachfolger verteidigen. Wenn er das umgebaut hätte, hätte es ja noch mehr gekostet. Verstehen Sie? Also, aber Sie hatten dann doch offensichtlich sehr moderne Lehrmethoden und kamen dabei nicht so gut an bei Kardinälen und anderen. Ich war ja wenig älter als meine Schüler. Muss man sich mal vorstellen. Und dann habe ich mich ja immer hübsch zurechtgemacht. Ne? Noch 10 Pfund weniger gewogen als heute. Und kam dann, so mit 25, kam ich dann in die Klasse gewatschelt. Da wurde ja aufgejohlt. Da kamen ja Schüler, ich habe einen Religionsunterricht gegeben. Es kamen ja Schüler aus anderen Klassen. Plötzlich wurden Briefe geschrieben an den Schuldirektor, wir wollen mehr Religionsunterricht haben. Ja. Genauso. Dann wurde Unterricht wurde gemacht, oftmals im Museum, im Café, didaktische Methoden, die heute üblich sind. Der Spiegelartikel wurde zur Grundlage genommen, warum trägt der Papst rote Krokoschuhe? Mussten sie ein Essay drüber schreiben, ja? Was ich für einen Ärger gekriegt habe. Diese Hexe musste verbrannt werden. Was warfen Ihnen denn die Bischöfe oder andere vor? Unzucht mit Jugendlichen. Durch die Art um es kurz zu machen. Ja. Es wären Schüler, hätten meine Wohnung am Nachmittag um 16 Uhr aufgesucht und hätten diese um 21 Uhr verlassen. Ich wurde dann auch beobachtet vom Heiligen Stuhl aus. Und das bischöfliche Ordinariat zu Berlin hat in meiner Abwesenheit beim Pfarramt, ich hatte ja eine Pfarrhauswohnung, da haben sie sich einen Schlüssel geholt und bei mir eine Wohnungsdurchsuchung gemacht. Nicht zu fassen überhaupt. Ja, und ich bliebe ja mit meiner Missio Canonica, Lehrbefugnis bis zur Oberstufe, Fachbereich Moraltheologie, blieb ich ja immer eine Laientheologin. Das habe ich ja schwarz auf weiß, weil die katholische Kirche nichts anderes kennt. Eine Frau ist in der katholischen Kirche heute noch eine Laien. Was anderes gibt es gar nicht. Und das war mir dann auch zu bunt. Also ich mache den besten Religionsunterricht der Stadt. Religion ist modern, hat Zulauf. Die Kinder wollen mehr Unterricht. Ja, es war wunderbar mit denen. Wir haben Ausflüge gemacht, auch in die Oper manchmal, in Eugen Onegin, weil da ein Kreuz auf der Bühne war. Da mussten sie ein Essay schreiben, was haben die da zu suchen und so. Warum diese ganze Kunst auch, die sich ja am Katholizismus abgearbeitet, alleine die Malerei der Renaissance. Ja, warum darf da auf einmal ein nackter Mann gezeigt werden? Die Fleischeslust des Barock. Wie ist die Kirche damit umgegangen? Die hat ja die Werke in Auftrag gegeben. Oh, sogar bezahlt. Das war kontroverse Fragen. Wissen Sie, ich bin ja verjagt worden bei der katholischen Kirche. Anders kann man es nicht sagen. Haben Sie gekündigt oder flogen Sie raus? Eigentlich haben sie mich exkommuniziert. Ja? So, und dazu muss man mal sagen, in Berlin gibt es ja nur 4% Katholiken und die Ära nach mir, was ist? Jetzt gibt es gar keinen Religionsunterricht mehr. Na, hätten sie mal auf mich gehört. Religionsunterricht in Berlin ist ja so gut wie abgeschafft und erst recht für Katholiken. Sagen Sie mal, ist trotzdem bei Ihnen was geblieben von der Faszination der katholischen Kirche oder nicht? Ich will Ihnen mal was sagen. Wenn ich vor die Klasse getreten bin, haben mir alle zugehört.
Und ich musste manchmal Vorträge halten, auch in der Kirchengemeinde. Und da war ich am Stehpult und vor mir saßen Menschen, die haben gebannt zugehört. Leute, die sich für die Kirche überhaupt nicht interessiert haben. Wissen Sie, ich dachte ja teilweise, Kinder, jetzt habt ihr mich rausgeworfen, im Grunde müsste ich meine eigene Religion gründen. Ja? Weil in Amerika machen das ja die Prediger. Da kann ja jeder Prediger sein, ohne einer religiösen Gemeinschaft anzugehören. Wussten Sie danach, wo Sie jetzt beruflich hintreiben wird oder nicht? Nein, das wusste ich überhaupt nicht. Da stand ich auch wieder vorm Nichts. Und was haben Sie dann gemacht? Ich weiß, dass Sie in London, Dann bin ich nach London gezogen. Aha, ja. Da haben Sie doch Englisch studiert und dann auch eine Ausbildung gemacht. Als Interieurdesignerin? Nein, das konnte ich von Hause aus. Das brauchen Sie nicht. Das musste ich gar nicht lernen. Aber Sie haben einen Abschluss gemacht. Nein, das habe ich überhaupt nicht gelernt. Wissen Sie, es gibt Dinge, die kann man. Fotografieren, schminken, kochen. Natürlich das Handwerkszeug, die Grundsätze eignet man sich dann an. Aber ich habe, das ist auch eines der Bereiche, wo ich überdurchschnittlich begabt bin. Ja? Und, aber Zentimeter auf Inch umrechnen. So, und... dafür hat man doch jetzt ein Handy, ne? Ja, und damals, wie sind Sie damals ins Internet gekommen, als es noch keins gab, ne? Ja. Na, hatte ich Assistenten. Aber, ne? Also Sie dürfen auch nicht vergessen, dass neue Technologien auch immer neue Berufe schaffen. Bevor es das Telefon nicht gab, gab es auch keine Telefonseelsorge. Na, und auch keine Telefonistin, ne? Nee, auch nicht, ja. Also, aber Sie waren dann wie lange in London? Ach, das kann ich gar nicht sagen. Ich glaube, 7 Jahre oder so. Jedenfalls bin ich... Das heißt, Sie sprechen perfekt Englisch? Ja, ja. Sie können obwohl, auch Stücke wenn man noch? Hier lebt. Nein, also ich hätte Stücke schon... Stücke auf Englisch spielen? Nein, nein, nein. Also es ist nicht die Muttersprache. Ich habe einen abgemilderten Foreigner Accent, aber ich spreche ja auch Upper Class Englisch im Übrigen. Ne? Ja. Nur mal, um das gesagt zu haben. Ich spreche nicht Cockney. Ne? Und ich spreche sehr gutes Londoner Englisch, aber für eine Schauspielerin reicht das nicht. Aber ich frage das deshalb, weil Sie zumindest nach meiner Information von 84 bis 87 eine Schauspielausbildung beim Actors Institute genau. hatten. Und ich dachte, da mussten Sie immer alles auf Englisch machen. Ja, da habe ich es ja super gelernt, aber trotzdem habe ich ja eine kleine Färbung. Also es ist nicht so, dass du jede Rolle spielen könntest. Nein, nein, so ist es nicht. Also es ist ein kleiner Akzent da. Ein charmanter Skandinavischer. Man hat nie zu mir gesagt, Sie sind doch Deutsche. Man hat mich immer gefragt, sind Sie Schwedin? Ganz komisch, ich kann es hier nicht erklären. Also jedenfalls kam das durch einen unglaublichen Zufall. Gut, dass wir uns mal drüber unterhalten. Und zwar hatte ich einen Freund, der Vater meines Kindes, und er hatte einen Schwager. Und dieser Schwager war auf einer Schauspielschule, nämlich am Actors Institute in London. Und die haben eine Aufführung gemacht. Und da hat er gesagt, kommt doch mal hin, guck zu. Es war so ein Tag, wir haben uns Schauspielunterricht angucken dürfen. Auch eine Aufführung, Einzeldarbietung, Monologe, Improvisation. Und Kunden konnten so ein bisschen zugucken bei Schülern, die vorgesprochen haben für diese Schule. Ich saß den ganzen Tag dabei und dachte nur immer, na, das kann ich auch. Ich dachte, na, also da kann ich mich hinstellen, mach's besser. Ja, und dann bin ich eine Woche später mal hingegangen und so war's auch. Ich bin hingegangen und zwar schon mal wieder wie im Ballett. Von Hause aus war es zumindest, meine ich, alles falsch. Es war sehr viel sehr richtig. Gewisse Dinge, die andere sich mühsam erarbeiten haben, von Hause aus gestimmt. Und dann hat es mir wahnsinnig Spaß gemacht. Und ich habe es geliebt. Und das war für mich das Entscheidende. Kennen Sie die Schauspielschule Ernst Busch? Ja, aber ich bitte Sie, ich habe für diese Schule gebettelt. Weil die nämlich nach der Wende gebankt hat um ihre Zukunft. Da wollten sie Subventionen streichen und ich glaube, sie mussten umziehen. Und da bin ich, da gab es Charities, wo man Geld einspielen musste zugunsten der Ernst-Busch-Schule, um dort aufzutreten. Und da habe ich sehr viele Galas gemacht und moderiert. Habe ich auch geliebt. Und die haben mich geliebt. Ja, das soll auch eine sehr gute Schauspielschule sein. Exzellent. Es ist die allerbeste.
Also ich würde, wenn, ich kann eigentlich jedem nur sagen, wenn man da nicht genommen wird, lass es sein. Also entweder mal, weil dafür gibt es zu viele, auch schlechte, mittelmäßig Begabte, da trennt sich schon die Spreu vom Weizen. Also es ist eine sensationelle Schauspielschule. Wenn man da genommen wird, muss man sagen, ja, dann geh den Weg. Aber nur da. Ist das jetzt wieder eine Falschmeldung? Ich habe studiert, dass Sie in Schnitzlers Reigen gespielt haben. Ja, war mein erster Auftritt. Das war ein großer Erfolg. Welche der Damen waren Sie? Ich war die Schauspielerin. Und das fand ich auch so toll, dass ich eine Schauspielerin spiele. Ja, und das war eigentlich mein erster professioneller Auftritt. Und ich wollte aber noch dazu was sagen, was mich auch sehr geprägt hat, dadurch, dass ich in England diese Ausbildung gemacht habe, haben wir natürlich Shakespeare gemacht und sehr viel Oscar Wilde. Und ich habe dann natürlich mit Löffeln gefressen den schwarzen, satirischen, britischen Humor. Und kann mich teilweise totlachen, wenn verkrampfte deutsche Bemühungen dem nacheifern oder diesen kopieren wollen. Oder wenn britische Regisseure mit spitzen Fingern hier in der Inszenierung irgendwie, wenn da einer das Rad neu erfinden will. Es ist eine eigene Spielart, ein eigener Sound, ein schamloser Sound, der dem Affen Zucker gibt. Ich liebe es. Und ich könnte auch wieder anfangen zu heulen, wie sehr ich britisches Theater liebe. Weil die sind angstbefreit. Und zum Beispiel dieser Mr. Bean, das ist ja ein ganz toller Shakespeare-Schauspieler. Und der Witz ist auch, dass hier von Absolutely Fabulous Joanna Lumley, die ja auch à la Nick als verrückte, durchgeknallte Quasselstrippe, Knallcharge bekannt ist, ja, vulgär unter der Gürtellinie, die ist Mitglied des National Theater und hat 20 Jahre nur Shakespeare gespielt. Und diese Angstfreiheit von diesem Crossover, was ist Klassik, was ist E, was ist U, was ist Comedy, was ist Unterhaltung, wo sich hier die Geister dran scheiden, was ich hasse, ich liebe es. Und das ist auch die Antwort auf meine Bühnenkunst, der Desiree Nick. Wenn man nackt über die Bühne geht, weil man in eine Wanne steigt, geht man halt nackt in diese Badewanne. Ja, und da wird hier debattiert oder warum ist die nackt und das ist ja nur ein Witz. Und wenn es darum geht, dass hier Spitzzüngigkeit gefragt ist oder irgendwie Obszönität dargestellt wird, dann mach es 150%, weil alles andere ist peinlich. Und hier wird sehr viel alles immer auf lauwarm umgebürstet und das behagt mir nicht. Nach Ihrem Aufenthalt in London wurden Sie eine provokante Kabarettistin. Hatte das mit Ihren Lebenserfahrungen zu tun, dass Sie sagten, jetzt muss es auch mal schmerzen? Nee, da kam alles zusammen. Das war die Wahrheit der Desiree Nick. Also da habe ich alles. Das Schöne ist bei meinen Shows, wissen Sie, da kann ich auf der Bühne machen, was ich will. Ja. Meine eigenen Texte, es ist das, was ich für unterhaltsam befinde. Das wollte ich Sie fragen. Bei den Soloprogrammen schreiben Sie die Texte selbst? Ja. Bitte? Schreiben Sie die Texte alle selbst? Ich habe keinen Autor. Ja. Das kann auch keiner, es hätte nicht mein Zungenschlag. Im Gegenteil, mich fragen ja andere, ob ich für Sie Shows schreibe. Das mache ich aber nicht. Ich wollte gerade sagen, dass das eben diese authentische und diese völlige freie Regie, die ich mir da erlauben kann. Da wird gemacht, was ich für gut befinde, was ich witzig finde, was ich für richtig halte, was das Publikum liebt. Das ist mein Sprachvokabular. Es ist meine Welt. Und mit meinen Liedern, Sie müssten ja, wissen Sie aber, jetzt will ich Ihnen mal was sagen oder Ihnen eine Frage stellen. Ich mache den Beruf seit 35 Jahren. Warum waren Sie noch nie in meiner Show? Das habe ich mich jetzt auch die ganze Zeit gefragt. Das liegt immer daran, dass ich abends bisher was anderes vorhabe. Aber ich verspreche Ihnen, im nächsten Jahr komme ich in Ihre Show. Wen darf ich denn mitbringen? Merkel? Nein, ich komme gar nicht. Nein. Die würde es auch lieben. Aber die hat ja keine Zeit, ne? Also, das können Sie mal uns so ein Jahr nennen, wann Ihre Karriere mit Soloprogrammen begann, so in etwa? Ja, das ist auch sehr interessant, weil ich bin ja so schauspieltechnisch ein bisschen vor mich hingedümpelt, also, was mir aber auch egal war. Und dann fiel die Mauer. Und von dem Moment an, wo die Mauer fiel, da kam der Osten auf mich zu. Und der Witz ist, dass die ganzen guten, brillanten Ostschauspieler, ich erlaube mir zu sagen, dass im Westen ja eine Menge Grobzeug unterwegs war. Ne? Natürlich hatten wir eine Ilse Ritter, aber wir hatten auch die Vielzahl von Leuten, die nichts konnten. Und weil das ist ja da heute auch noch kein geschützter Beruf.
Kann ja jeder Schauspieler sein, kann auch jeder Gesangslehrer sein, ne? Wo, also wenn Sie Currywürste verkaufen wollen, brauchen Sie erstmal eine grüne Karte vom Gesundheitsamt. Wenn Sie kleine Kinder in Spagat drücken oder dass Leute einen Schaden lebenslang kriegen, ist erlaubt. Darf man. So, ist legal. Und da habe ich dann mit Gier und mit Freude, wie ein trockener Schwamm, habe ich diese Theater aufgesucht und es geliebt, sei es das BE, sei es das Gorki. Und komischerweise, die haben mich auch geliebt. Und dann habe ich eine Aufführung gemacht, und zwar in der Tucholsky-Straße, wo ich ja vor der Wende nie hingekommen wäre. Im Zosch gibt es heute noch, ist immer noch besetzt, immer noch nicht saniert. Und da habe ich die Hurengespräche mit initiiert und mitproduziert von Heinrich Zille. Die Hurengespräche. Und mit einigen anderen begabten Kolleginnen, unter anderem Adam Benzwi, der jetzt der Operettenspezialist und Dirigent an der Komischen Oper bei Barry Kosky ist. Und ihm habe ich sehr viel zu verdanken. Wenn mich jemand entdeckt hat für Musiktheater, dann er, weil er nach dem Schauspiel immer gesagt hat, du musst singen. Und er hat vor allem gleich die Richtung erkannt, denn ich habe dann natürlich mit diesen Befindlichkeiten gesagt, ich habe doch keine Stimme, ich bin doch keine Sopranistin, ich hatte nie Gesangs. Er hat gesagt, du hast eine Spezialbegabung, das ist die Berliner Operette. So. Und das Chanson und das Couplet. Und damit habe ich mich dann dort auf die Bühne gestellt, vom ersten Tag an. Also ich habe, das müsste mir dauernd passieren, wissen Sie, es war Premiere, eine Woche später war ich auf dem Titelblatt vom Tipp und da stand drauf, Desiree Nick ist Kult. Und als ich mir Schrippen geholt habe am Kiosk, war ich selber überrascht. Ich habe es gar nicht verstanden. Alle fanden es toll. Dann haben sie gesagt, ich soll meine Soloshow machen. Dort habe ich auch gemacht, das war mein erstes Solosprogramm. Das lief parallel zu dieser unsäglich schlechten, verheerenden Inszenierung des Blauen Engel im Theater am Kurfürstendamm, wo Ute Lemper ja spielen sollte. Und die hat ja so schlechte Kritiken gehabt daraufhin, da hat die ja gleich Deutschland verlassen, deshalb ist die ja nach Amerika gegangen. Und dann habe ich mich darüber lustig gemacht, über die schlechte Inszenierung. Und das war meine erste Show, eine Frau wird erst schön durch die Liebe. Ja, und von da an war ich bekannt. Da hat sich alles von selbst ergeben. Ich war nie wieder arbeitslos und konnte mir die Dinge aussuchen, was heute nicht mehr so ist, um ehrlich zu sein. Wie kamen Sie zu Rosa von Braun und zum Film? Weil die da hinging, in dieses Theaterstück, um mich zu sehen. Dann hat sie sie angesprochen, oder was? Ja, die habe ich dann getroffen. Wissen Sie, ich bin ja ein Star zum Anfassen. Ne? Ich gebe ja hinterher Autogramme, die haben sich mit mir fotografieren lassen. Und da hat der es mir dann angeboten. Aber es war nur auch keine Glanzleistung, der Film. Aber ich war ihm sehr dankbar, dass ich da durch diese Zusammenarbeit auch wiederum sich mir eine neue Welt eröffnet hat. Sie kam dann in eine Vielzahl von Filmen und Serien, was inzwischen etwas aufgehört hat. Da würde mich interessieren, befriedigte es Sie zunächst und dann wurde es Ihnen lästig? Was denn? Diese Serien. Welche Serien denn? Na, im Fernsehen. Ich war in keiner Fernsehserie. Also wäre ich gern Kino. Gewesen. Weil ich nie in einer Fernsehserie war, bin ich ja in den Dschungel gegangen, weil ich wollte ja auch mal Geld verdienen. Zum Dschungel komme ich noch. War nie in einer Fernsehserie. Aber Filme doch mehrere. Und nee, ich hab eine kleine Rolle mal gehabt in Aimé und Jaguar. Eine Friseuse habe ich sensationell gespielt. Ich vermute auch, weil ich nicht die Zeit habe, mich in Seilschaften einzuklinken. Ich bin nie eine gewesen, die aus einer Community hervorgeht, die mit Seilschaften oder gar Affären oder gar durch Betten irgendwie an Rollen gekommen ist. Dazu habe ich gar nicht die Zeit. Nicht, dass ich es kategorisch ablehnen würde. Ich meine, wenn... Ja. Aber es kommt gar nicht dazu. Manche Sachen die Hälfte der sein. Leute ist ja. Schwul, die anderen sind bereits vergeben. Ja? Oder dann muss einem ja gefälligerweise vielleicht derjenige, mit dem man sich nun abgibt, auch ein bisschen gefallen. Dass dann irgendwie die Chemie doch stimmt. Ja? Dann hat die Chemie auch nicht gestimmt. Und ich will Ihnen mal sagen, meine Beziehung
die waren immer völlig sinnlos. Ich habe sogar Affären gehabt, mit denen man sich runterschläft. Ja. Ja, ja, genau so, genau so, ja. Genau so. Ja, das, ich konnte das die gibt Rechnungen es. Zahlen, ja. Ich ja, hatte ja. hinterher die Prozesse, ich musste Schulden übernehmen, eigentlich nur Horrorgeschichten. Jetzt kommen wir mal zum Dschungelcamp, weil das musste das ich sehen so. Mit meiner Tochter. Und das machte mir dann immer mehr Spaß. Ich will Ihnen mal sagen, warum, und das sind auch meine Fragen. Also ich fand ja, dass Sie von Anfang an all Ihre Partnerinnen und Partner kein Deut ernst genommen haben. Sie spielten da eine Souveränität, die mir ja so imponierte. Und ich werde nie vergessen, der Carsten Spengemann, der konnte Sie ja nicht ausstehen. Einige, mich konnte da keiner alle, ausstehen. Alle hetzten über Sie jedes Mal und ich wusste, Sie werden immer weiter gewählt. Mich würde interessieren, wussten Sie auch von Anfang an, dass Sie Königin werden? Nein, überhaupt nicht. Man natürlich hat mich als wussten Sie das. Nein, man hat mich als Außenseiterin mitgenommen. Ich war ja da, ich war zwar im Berliner Feuilleton bekannt, ja? Ja? Also ich habe zu Hause schon Aktenordner gehabt mit Hymnen des Feuilletons für meine Show und so weiter. Aber ich war nicht im Fernsehen bekannt. Und da dachte ich, naja, die brauchen ja immer so ein bisschen Futter nach dem Motto, ein bisschen Schwund ist immer. Also noch so ein paar Lückenbüßer, die sie zum Abservieren mitnehmen können. Und ich behaupte mal, man hat mich mitgenommen, so als unter ferner Liefen. Und mir war das vollkommen egal. Es war aber die zweite Staffel und damals war es ja noch interessant. Also es war noch nicht so wie heute die Kopie von der Kopie von der Kopie. Wie, es war noch wie lebt, Original. Wie lebt man denn da? Was gibt es denn da abends überhaupt zu essen, was da immer transportiert wird? Naja, das wissen Sie ja. Aber was man vielleicht mal betonen sollte, weil das sich im Fernsehen schlecht oder falsch überträgt, der Raum ist sehr eng. Also ich gucke gerade deshalb nicht aus Desinteresse, weil ich Sie nicht angucken will, lasse ich den Blick schweifen, sondern weil dieses Areal unwesentlich viel größer ist als so unser Bereich, aber eher kleiner als größer. Das heißt, man würde ja nun sogar mit Menschen aus der Familie, die einem lieb und teuer sind, nicht unbedingt 14 Tage lang ohne Intimsphäre so einander, so eng beieinander hocken. Und da gehen ihnen Menschen auf die Nerven. Und darauf bauen die natürlich, klar. Weil eben diese Intimsphäre ist nicht da. Aber wie war das? Wie haben Sie denn die Abende durchgestanden, wenn die Sie alle irgendwie nicht mochten? Och, das machen Sie dann, souverän, ne? Das fand ich lustig. Ich habe ja. angefangen, die zu foppen. Ne? Ja, das habe ich gemerkt, ja. Ja, also wissen Sie, ich bin doch ein Mensch, also ich meine, ich hasse ja Langeweile, ne? Und ich verachte auch Langweiler. Und da waren ja genügend Langweiler dabei. Über die habe ich mich dann hergemacht, ne? Und da waren ja nun auch Leute, da dachte ich, was wohl diese, wissen Sie, was mich bei Leuten sehr aufregt? Die unverschämte Anspruchshaltung. Sind nichts. Können nicht, greifen die Kohle ab und legen sich dann schlafen. Sowas würde mir im Traume nicht einfallen. Das wir machen es sich. Ja, schlafen 14 Tage, halten den Schlaf ihres Lebens wie eine Fledermaus, wie ein Marder im Winterschlaf, haben fett Kohle abgegriffen und wollen nicht gestört werden. Das soll sich Arbeit nennen? Sagen Sie mal, wie schläft man da? Eigentlich ganz gut. Auf einer Pritsche. Machen andere ja auch. Ich meine, es gibt ja viele Berufe, die sind nicht leicht. Wenn sie zur See fahren, müssen sie auch in so einem Bunker übernachten. Ja, das ist also, sehr wahr, ja. Also da dachte ich, naja, das ist ja ein überschaubarer Zeitraum. Ne? Waren ja keine zwei wissen Jahre. Wissen Sie, was mir auch... Oder auf dem Feld. Stell dir vor, Sie sind Archäologe. Sie wollen Ausgrabungen machen, Ausschürfungen in Ägypten. Müssen sie auch in Afrika oder irgendwo ja, ihr Lager aufschlagen und dann da halt umgeben von wilden Tieren nächtigen. Ich fand, das war geil. Der Sternenhimmel war wunderbar. Wird ja auch im Fernsehen nie gezeigt. Da ist ein Sternenhimmel, Sie glauben es nicht. Milliarden Sterne und Sie glauben, Sie sind zum Greifen nah. Ist eine optische Täuschung. Und da Sie dann diese schönen Tiergeräusche, dieses Geschnattere nachts, ich fand es faszinierend. Wären die Menschen nicht, wäre es ein Wellnessurlaub gewesen. Wirklich. Hat man dann irgendeinen Schutz vor vielleicht gefährlichen Schlangen oder sowas? Passen die da auf ein bisschen? Sowas gibt's da gar nicht, ne? Passen Sie mal auf. Ja. Wir wollen da jetzt mal ein paar Geheimnisse. Ein ganzer Flieger
Ist nicht von der, von Boeing, was weiß ich, die Marke, so was weiß ich nicht. Also von so ein großer Flieger, so ein Jumbo, war voll mit Personal, nur für den Dschungel. Da werden ja wohl ein paar Leute dabei sein, die einen Job haben, dass wir nicht gefressen werden. Alles klar. Ne? Aber was mich noch interessiert, das muss ich Ihnen sagen, ist die absolute Souveränität. Da haben Sie mir imponiert, wie Sie kriechende Würmer gegessen haben und so. Das fand ich toll. Sie saßen dann da. Na, ich habe ja Tischmeier. Das schmeckt aber sehr gut und so weiter. Das, ich wusste, dass das auch den Fernsehzuschauern und Zuschauerinnen imponiert. Ja. Wie machen Sie sowas? Das ist Ihnen dann völlig wurscht, ne? Nein, das ist, wissen Sie, wenn Sie jetzt auf der Bühne was spielen, müssen Sie erwürgen Ihr Kind oder als Gretchen im Kerker. Da macht man ja auch so viele Sachen. Ich muss ja nicht erst Mörderin sein, um Medea zu spielen. Da sage ich ja auch nicht, jetzt muss ich mal ein paar Leute um die Ecke bringen, damit ich die Rolle spielen kann. Ich dachte, ich soll hier lecker essen. Da dachte ich, na, wenn die meinen, sie können mich erniedrigen, das soll mal einer versuchen, mich zu erniedrigen. Ja. Das sollen sie mal versuchen. Wissen Sie, was mir auch imponierte? Der inzwischen ja leider verstorbene Dirk Bach, den ich immer sehr mochte. Ach, der war großartig. Nee, der spielte immer eine Distanz aus. Das bekamen die gar nicht mit. Er nahm, bei Ihnen übrigens nicht, aber bei den anderen. Und das fand ich so schön, als er dem, wie heißt er nochmal, Spengemann sagte, dass er ausscheiden muss. Der bekam das gar nicht mit. Und dann sagte der, was, ich? Ja, Sie. Ja, ja. Dirk Bach imponierte mir. Man sagt ja immer, jeder ist ersetzbar. Ist auch so ein blöder Spruch, der stimmt überhaupt nicht. Dirk Bach ist unersetzlich gewesen für dieses Format. Er war der Narr, er war der Hofnarr, der auch dieses ganze Format in eine gewisse, wie eine Katharsis in Proportion setzt zum Zuschauer. Also durch seine Worte wurde das Ganze relativiert. Ja? Schade, schade. Also er fehlt mir sehr. Übrigens war er der Erste, der war bei einer öffentlichen Veranstaltung, ich war auch dabei und da sagte er, ich kann nur Gysi wählen, was heute ja vielleicht so mancher auch mal sagen würde, aber damals war das eine Sensation. Und ich hatte schon Angst, dass er dann weniger engagiert wird, aber dazu war er zu groß. Also es passierte ihm nicht. Während zum Beispiel der Rio Reiser dann ewig nicht mehr gespielt wurde im Rundfunk. Ja, meinen Sie denn, dass der Christian Lindner Sie in diesem Nicht-Regieren-Wollen nachäfft? Nö. 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 Also, Sie irren gleich an zwei Stellen. Erstens will ich ja durchaus regieren, aber wenn, dann als Kanzler, ich mache das dann nicht so. Aber Sie waren doch immer Opposition, die von vornherein wusste. In Berlin war ich mal Bürgermeister und Senator. Also ich war auch schon auf der anderen Seite. Aber zweitens will ich Ihnen sagen, ich war immer dafür, dass wir auch in eine Regierung gehen, wenn sich die Möglichkeit dazu ergeben sollte. Aber Lindner macht mich nicht nach. Lindner ist Lindner und sein zweiter Beruf ist Model. Model! Der hat Kunstfotos gemacht im Wahlkampf. Das gibt es sonst gar nicht. Ja? Ich weiß, ja. Also, aber er hat es gut gemacht. Ja, das stimmt. 2000, und er ist sehr erfolgreich. Nein, er hat diese marode Partei erstmal aus dem Nichts wieder zum Strahlen gebracht und attraktiv gemacht. Ne? 2000 erschien ihre Biografie Bestseller einer Diva seit Jahren vergriffen. Stimmt es? Ist es schon vergriffen? Ja, das war auch so ein Anfängerfehler. Wissen Sie, das war ja der Untertitel. Bestseller einer Diva. Das war auch da. Manchmal hat man ja dann auch immer wieder Glück. Ne? Ja. Wissen Sie, ich habe es nicht leicht. Ne? Und ich habe ja auch keinen Förderer, der mich immer gepusht hat. Aber dann kommen auch wieder immer Dinge. Das war auch so wunderbar. Ich war schwanger und dachte, um Gottes Willen, wie soll ich die Miete bezahlen und mich ernähren jetzt in diesen Monaten, wenn ich nicht mehr auftreten kann? Weil ich kann ja nichts anderes. Da rief ein Buchverlag an, der Knauer Verlag. Wollen Sie nicht Ihre Autobiografie schreiben? Kam ja wie gerufen. Hätte man sich besser gar nicht ausdenken können. Und dann dachte ich, gut, Bestseller einer Diva, schöner Untertitel, wäre seit Jahren vergriffen. So, nun, es kam ja dann die Computer auf, es war ja vor 20 Jahren. Man gibt also, die Leute gingen in die Buchhandlung, Bestseller einer Diva, springt auf der Untertitel, seit Jahren vergriffen. Haben Sie zu den Kunden gesagt, nee, ist seit Jahren vergriffen. Ne? Also furchtbar. Ich wurde, ja. Ne? Also dolles Ding, ne? Ja. Aber trotzdem 15.000 Exemplare verkauft. Ich habe ja danach noch 10 andere Bücher geschrieben. Das letzte liegt vorne im Foyer, 15 Euro signiere ich Ihnen gleich.
Das machen wir doch gleich in der Pause beide. Genau. Also, mussten Sie aufgrund Ihrer vielen Bücher und Aussagen des Öfteren auch Prozesse führen? Von einem habe ich mal gelesen, der war mit Anushka Renzi. Machen Ihnen solche Prozesse Spaß? Wissen Sie, die Frau hat mich verklagt. Ja, ne? Klar. Und ich finde es ganz tragisch, wenn man gegen Humor, den man nicht versteht, mit der Macht der Justiz vorzugehen meint. Also wenn man glaubt, ich habe mich ja satirisch nur über sie geäußert, und dann auch wie bei Böhmermann, dann Klage einzureichen gegen satirische Inhalte. Also das heißt, ich bemühe die Justiz, weil mein Horizont in Humorfragen hier endet. Also ich finde, das ist eine solche Entblödung, ist ja wie eine Behinderung eigentlich, ne? Ja, also jetzt nichts gegen Behinderte, nicht, dass mich nur wieder einer falsch zitiert. Ich will damit nur sagen, dass eine Humorlosigkeit kann auch ein solches defizitäres Maß haben, dass ich sie mitleidserregend finde. Also, liebe Frau Nick, jetzt müssen wir eine Sache machen, weil Sie alle denken, ich bin hier falsch vorbereitet. Ich will gar nichts von Ihnen dazu hören. Ich zähle Ihnen bloß mal die Filme und Serien auf. Also 1995 Neurosia, 1997 Mama ist unmöglich, 1999 Amy und Jaguar, 1999 SK Kölsch, 2000 Fiese Matenten, 2001 Ausziehen, finde ich doch spannend, 2003 Mutti der Film, 2004 Einmal Bulle, immer Bulle, 2008 Türkisch für Anfänger, 2008 Soko München, dann Anna und die Liebe, dann Laros Stern, dann Dora Held, dann Notruf Hafenkante, dann Schmitz Katze, dann aber Adam sucht Eva. Also kommt schon eine ganze Menge zusammen, wenn ich das mal sagen darf. Dazu kann ich nur sagen, um mit Helga Hahnemann zu sprechen, wo ist mein Geld geblieben? Ja. Erklären Sie uns doch mal den Sinn und Zweck solcher Promi-Sendungen wie Promis auf Pauschalreise oder Promi Big Brother. Was steht da eigentlich im Vordergrund? Ja, das wird ja auch immer so ein bisschen abfällig und abwertend besprochen. Es sind aber globale Formate, die auf 5 Kontinenten in 18 Ländern laufen und alleine aufgrund dieser Tatsache und soziologisch-kulturell gesehen schon mal ein Spiegel unserer Zeit sind. Es kann ja kein Zufall sein, dass solche Formate die Welt erobern. Deutschland macht ja kein eigenes Fernsehen, es werden ja nur englische Sendungen abgekupfert, es kommt ja alles aus England. Und wissen Sie, wovon diese Sendungen leben? Die leben alle von oben und unten, da geht es nur um Sozialgefüge. Der eine ist der Depp, der andere ist der Neger, um es mal so zu sagen. Dann gibt es die Sklaven für die Dreckarbeit, dann gibt es die Mutti. Also es ist so, es ist ein kleiner Kosmos, der Menschheit, der da auf engstem Raum zusammen ist und natürlich auch mit sehr viel Spott und Material für Häme. Und diese Formate sind erprobt, ja. Und leider muss ich nur sagen, wenn Sie mich jetzt so kritisch fragen, haben wir hier in Deutschland ein bisschen Probleme mit dem Personal. Also das Recruitment, muss ich sagen, ist eigentlich gar nicht da. Zum Beispiel läuft der Dschungel in England als eine Serie, wo exzellente Leute drin sind. Von ganz berühmten Rockstars über die Tochter von Margaret Thatcher war drin. Gewisse Leute, die früher mal sehr in der Öffentlichkeit standen, wie Q Stark, weil sie die Freundin von Prinz Andrew war drin. Es ist ein ganz anderes Kaliber. Also ich möchte sagen, es ist ein anderes Niveau dort. Und deshalb sind natürlich auch die zwischenmenschlichen Situationen, die entstehen, ein bisschen facettenreicher und nicht so eindimensional wie hier, dass sich die Leute dann eigentlich nur Fäkalsprache an den Kopf werfen. Sagen Sie, können Sie uns mal Folgendes erklären? Also ich gehöre zu den ganz vielen, die Dinner for One lieben, Silvester. Muss ich mir jedes Jahr einmal immer ansehen. Und die Briten mögen das gar nicht oder kennen das kaum, ist mir erzählt worden. Können Sie uns erklären, wieso? Es gibt viele Sachen, die sind hier berühmt oder werden hier als Spiegel oder Abbild vom United Kingdom verstanden, die gar nicht existieren.
Also es gibt noch so ein paar andere Sachen, die gelten bei uns als Synonym für England oder Großbritannien und die sind dort überhaupt gar kein Begriff. Aber das heißt, diese Art von Humor, der liegt Ihnen gar nicht, der da drin enthalten ist? Ich finde ihn ja eigentlich schön. Ich glaube, gesagt. Wenn die Dinner vor Wann gucken, da denken die einfach, ja, genau so ist es. Ist ja wie bei uns. Mehr oder weniger wie bei uns. Also Sie hatten ja viele Bühnenprogramme und zu dreien habe ich eine Frage. Also das erste Bühnenprogramm hieß Hängetitten Deluxe, ein Abend für die ganze Familie. Was bitte darf man darunter verstehen? War ein wunderschöner Abend. Da habe ich eigentlich den Desiree Nick-Stil etabliert. Das lief im damaligen BKA-Zelt, was früher ja noch gegenüber vom Dom stand. Und zwischen Staatsoper und Dom, es war eigentlich eine wunderschöne Zeit. Weil da haben sie einen in Ruhe gelassen. Wissen Sie, da war ich noch nicht so bekannt, dass man nun verfolgt wurde oder dass jeder Erfolg gleich niedergeschrieben wird. Die Leute waren einfach nur begeistert. Es kamen Leute aus der ganzen Bundesrepublik angereist, um mich zu sehen. Es war jeden Abend ausverkauft. Das ist etwas, was in deutschen Theatern generell, das hat mit mir nichts zu tun, sehr selten geworden ist. Häuser sind nicht mehr ausverkauft, außer bei Barry Kosky. Theater heute sind nicht mehr ausverkauft. Und da war doch, aber... Bei uns heute. Bitte? Bei uns heute. Ja, da sehen Sie mal, was wir, wie wir hier in Vorlage gehen. Was für ein Niveau, wie hoch wir die Latte hängen, ne? Und da war eine wunderbare Atmosphäre. Ja, ich habe auch da gemacht, was ich für richtig gehalten habe. Und habe dem Affen Zucker gegeben. Ich fand das herrlich, habe mein Publikum geliebt. Mein Publikum hat mich geliebt. Es war aber auch das erste Mal, dass so dieses Ost-West-Publikum sich gemischt hat. Also ich habe mir da auch ein völlig neues Publikum erspielt, quasi vorherige, sagt der Westberliner Zone. Ja, also die haben mich das erste Mal auch so erlebt, ja, in Hochform, nicht nur Ostberliner, sondern Leute sind ja angereist gekommen, also aus Sachsen und aus Thüringen und von überall her. Und da war es so eine wunderbare Mischung im Saal. Das Publikum war nicht allzu homogen und das ist sehr wichtig. Es waren nicht nur Schwule da, weil wenn ein Publikum zu homogen ist, ist es auch schwierig, weil sind die immer einer Meinung. Man muss unterschiedliche Menschengruppen haben, Hausfrauen, Intellektuelle, Schwule, Provinzler, die man dann alle gegeneinander ausspielen kann. Dann wird's lustig. Dann wird's lustig. Ist da bei Ihnen immer ein Angriff indirekt enthalten gegen die Männer und ihre Geilheit und deren Umgang mit Frauen? Nein, ein Angriff gegen alle. Wenn ich auf der Bühne bin, werden alle angegriffen. Ne? Deshalb frage ich auch in meiner Show, ist heute Abend hier jemand im Saal, den ich noch nicht beleidigt habe? Möchte bitte auf die Bühne kommen. Ja. Also, das heißt, in die irgendeine Kategorie fällt jeder, ne? Die Frauen greifen Sie auch an. Also meine Shows sind nicht politisch korrekt und sie sind sehr sexistisch. Mhm. Und dann meine selbe Frage zu Desiree, Superstar, Sturzgeburt einer Legende. Ja, das war auch eine frühere Show. Also Sie reden ja jetzt von vor 20 Jahren. Das macht ja nichts. Das ja. war eine Show kurz bevor ich in den Dschungel ging. Jetzt waren alle doll, die Shows. Ich bin ganz erschrocken. Ich habe 16 Shows geschrieben und performt. Hat mir neulich eine auch mal ausgerechnet. Also es kommt mir viel weniger vor. Gefühlt sind es vielleicht 10 oder 9. Aber ich kriege auch immer neues Publikum. Ne? Und ich erfinde mich auch immer neu. Keine Show ist wie die andere. Und was bedeutet die letzte lebende Diseuse, Blondine Reloaded? Na, das ist eine sensationelle Show. Ist ja mein aktuell. Nein, da habe ich ja einen solchen Quantensprung gemacht. Wissen Sie, das hat die Öffentlichkeit und schon gar nicht die Medien, die hinken ja immer hinterher. Das haben die überhaupt noch gar nicht begriffen, was sich da abspielt. Und zwar habe ich das Phänomen der Diseuse, was ja eine seit 33 ausgestorbene Kultur ist, obwohl sie meilensteinmäßig die deutsche Kultur eigentlich manifestiert und zementiert hat, nicht wegzudenken aus dem Musiktheater, eine Lotte Lenya, eine Valeska
Gerd, eine Kate Kühl, eine Trude Hesterberg, eine Beate Hasenau, eine Loni Häuser, eine Hanne Wieder. Das sind alles die Sösen gewesen. Eine Ursula Herking mit einem eigenen Kulturgut, einer eigenen Formensprache und auch irgendwie einer deutschen Identität, obwohl ich mir wahrlich nicht Mühe gebe, sehr deutsch zu sein. Aber das ist nun mal, was eigentlich diesen ganzen Nimbus der 20er Jahre und auch das Genie Friedrich Holländer zu Kunst ausgeformt hat. Die Sösen ist ein ausgestorbener Beruf. Heute gibt es Schlagertanten, es gibt billige Chansonetten, A&B-Schlampen, es gibt Heavy-Metal-Dirnen und es gibt DSDS-Nutten. Und die Sösen gibt es nicht mehr. Übrigens gefällt und Ihnen die Söse, also das schauspielerisch interpretierte Couplet zu musikalischer Begleitung ist immer ein Miniaturstück. Es sind kleine Miniaturstücke, Meisterwerke, Perlen und die reihe ich aneinander und es ist ein zauberhafter Abend, den ich sehr gut übrigens im Admiralspalast performen könnte. Übrigens, das hoffe ich, wird gehört und weitergeleitet. Mhm. Imponiere ich Ihnen dadurch ein ganz kleines bisschen, dass ich eine Schallplatte von Lotte Lenya habe, wie sie die Drei-Groschen-Oper, die der singt, fantastisch. Wirklich? Steht in meinem Schlafzimmer auf dem Schrank. Oh, das ist meine Schallplatte? Ich werde an Sie denken. Sie haben ja Theater in vielen Städten auf vielen verschiedenen Bühnen gespielt. Was bitte spielten Sie im Zerbrochenen Krug? Die Zeugin. Entweder heißt sie Kibbutz, die mit dem Pferdefuß da. Also mit dem Pferdefuß. Und dann kommt ja eine, die ist die Zeugin, eine Witwe, die hat alles gesehen. Die hat gesehen, dass dieser Mann einen Pferdefuß hat, also des Teufels ist. Und es war eine wunderbare Tratschrolle, Tratsch- und Klatschrolle. Und im Hans-Otto-Theater in Potsdam verschaffte Thomas Bernhard ihn einen vierstündigen Monologauftrag. Wie hält man denn das aus? Ja, das ist eine große Rolle, die wurde für Marianne Hoppe kreiert. Da war Marianne Hoppe aber 72. Ich habe diese Rolle mit Ende 40 gespielt. Und meine wunderbare Tochter, meine Behinderte, ich glaube stumme oder mit Sprachschwierigkeiten und mit körperlicher Behinderung gezeichnete Tochter, machte es zu einem 2- bis 3-Personen-Stück. Im zweiten Akt kam Thomas, das alter Ego von Thomas Bernhard, noch selber auf die Bühne. Und das war die Carmen Maya Anthony, meine wunderbare Kollegin, an die ich die besten Erinnerungen habe. Aber die war nicht Ihre Tochter? Die hat meine Tochter gespielt. Ich habe die Mütter schon mit 30 gespielt, ganz komisch. Wir, wissen Sie, also Theater, wissen Sie. Darf also, ich Sie an dem Punkt korrigieren? Ich habe mit 30 habe ich die Mütter gespielt, ja, von Töchtern, die 35 waren. Ich weiß es trotzdem besser. Das war die Tochter von Carmen Maya Anthony. Jennifer Anthony. Ja. Dürfen wir die im Saal begrüßen? Jennifer. Bitte einen Applaus für Jennifer Anthony. Jetzt haben wir Habe ich gesagt, Carmen Maya, ja? Habe ich an die Mutter gedacht. Macht nichts. Jennifer war die Tochter. Sensationell. Wir haben eine super Theaterzeit gehabt und ich habe sie heute noch sehr gern. Wissen Sie, komm doch mal ins Rampenlicht. Ich habe das nur deshalb gemacht, weil sie mich gebeten hat, das nicht zu tun. Und jetzt weiß ich, dass sie mit uns beiden mindestens ein halbes Jahr nicht mehr redet. Wir werden sehen, wie wir das hinkriegen. Also, aktuell standen Sie mit Bette und Joan im Theater am Kudamm auf der Bühne. Und zwar mit Manon Strache. Spielen Sie die beiden Hollywood-Legenden, also die Davis und den Crawford. Können Sie uns kurz erzählen, worum es da geht? Wie spielt man so zwei Hollywood-Stars? Ja, das knüpft eigentlich an die schönste Rolle, die ich vielleicht gespielt habe im Theater, ist die Florence Foster Jenkins. Aber da hat mich ja die Meryl Streep nachgeäfft. Ne? Die hat ja 8 Jahre später kam sie auf die Idee, diese Rolle im Film zu verkörpern. Und sie hat es nicht gut gemacht. Gott sei Dank hat sie keinen Oscar dafür bekommen. Sie war nämlich nominiert. Und die Rolle war aber völlig falsch angelegt von der Meryl, von meiner lieben Kollegin in Hollywood. Und da habe ich gemerkt, dass ich mich gut reindenken kann in so
reale, ehemals existierende Diven aus einer anderen Zeit. Und so lag es nahe, nach einem weiteren Stück dieser Art zu suchen. Und das ist natürlich eine sagenumwobene, zickige Diva gewesen, war mir im Grunde auf den Leib geschrieben, diese Rolle. Und meine Partnerin Manon Strache als Bette Davis, der Counterpart, wir waren damit Uraufführung hat es im Ernst-Deutsch-Theater in Hamburg. Dann haben wir eine große Tournee gemacht und schließlich im Theater am Kurfürstendamm diese beiden großen Diven verkörpert. Das Stück wurde zusammengeschrieben, aneinandergefügt aus Interviews und Zitaten. Also eigentlich haben wir nur in realen Dialogen gesprochen. Also alles Dinge, die wirklich über die Lippen gebracht haben und gesagt haben. Es war sehr interessant. Wenn Sie auf der Bühne stehen und andere sind auch auf der Bühne, haben die vorher Angst, dass Sie sie an die Wand spielen oder so? Ja, da muss ich Ihnen sagen, so kann man Theater nicht machen, weil darum geht es nicht. Es geht darum, die Figur zu verkörpern und ich arbeite natürlich gerne mit Leuten auf Augenhöhe, wo ich Angst habe, dass die mich an die Wand spielen. Das wäre sehr schön, wenn ich solche Partner hätte. Mögen Sie es eigentlich, die verschiedensten Charaktere in der Klassik, der Tragödie, der Komödie und auch im Boulevard zu spielen, auch den Wechsel, mögen Sie das? Das ist vielleicht auch so eine spezifische Eigenart von mir, vielleicht begründet in dieser facettenreichen Biografie, die wir ja erörtert haben, dass ich sehr viel Empathie habe und mich in Mikrokosmen gut einarbeiten kann. Also ich habe zum Beispiel mal von Oliver Bukowski am Renaissance-Theater ein Monologstück »Nichts Schöneres« gespielt. Da war ich eine eingesperrte sächsische Hausfrau, die eine Kontaktanzeige aufgegeben hat und da hat sich ein hochgebildeter Dichter gemeldet. Und die beiden haben dann eine Beziehung geführt. Also dieser Literat und diese sehr einfache Frau und das hat mir wunderbar, es war endete tragisch. Ich habe diese Rolle geliebt und das ist nun etwas, wo ich mich nicht unbedingt soziologisch einsortieren würde, dass ich eine Verwandte von der Frau bin. Aber dennoch finde ich, dass man gerade den Beruf deshalb macht, um sich in diese fremden Menschen hineinzufühlen und hineinzuerspüren. Und ich liebe es. Es kommt mir gar nicht vor wie Arbeit. Also das ist ein Spezialtalent. Ich liebe es dann. Ich wäre auch eine gute Scheidungsanwältin geworden. Wissen Sie, ich bin ein Mensch, der gerne in Intimitäten rumschnüffelt und richtig so wie ein Maulwurf ans Eingemachte sich, ei, wie die Dinge denn nun tatsächlich und wie sie dargestellt werden und wie sie wirklich sind und was die Gründe dafür sind, was das eine mit dem anderen zu tun hat und wer lügt und so. Das liebe ich, könnte ich mich stundenlang mit befassen. Also, da ich zu DDR-Zeiten sehr viele Ehescheidungen gemacht habe, hätte ich Sie als Anwältin, als Gegnerin nicht haben wollen. Das muss ich zugeben. Aber ansonsten wären Sie da ausgesprochen taff. Was bedeutet Ihnen Synchronisation? Da kommen mal Anfragen. Ich finde, ich müsste viel mehr synchronisieren, weil ich eine markante Stimme mit Wiedererkennungswert habe. Ja. Und gesetzt den Fall, dass ich ja da so viel anbiete an charakteristischer Stimmfärbung, wundere ich mich, dass ich so wenig synchronisiere. Aber man freut sich natürlich als Schauspieler, wenn man auch gesehen wird und nicht nur gehört wird. Wissen Sie, was ich festgestellt habe nach der Herstellung der deutschen Einheit, wir sind ja alle verwöhnt, in beiden deutschen Staaten gewesen, heute auch, weil ja alles synchronisiert wird. Es gibt ja Länder, wo das kaum stattfindet. Du hörst immer die Originalsprache und musst dann in deiner Sprache den Text mitlesen. Dann lernen die Leute leichter Fremdsprachen, wenn sie häufig ins Kino gehen, weil sie da immer hören. Aber ich bin ja auch bequem, liebe auch die Synchronisation und man gewöhnt sich an Sprecher. Marlon Brando hatte in der DDR einen ganz anderen Sprecher als in der Bundesrepublik. Plötzlich war die Stimme so fremd. Da dachte ich, wer hat denn den Schauspieler ausgewechselt? Dabei war es immer noch Marlon Brando. Das ist auch typisch, dass das über Jahre natürlich. Ja dann immer die gleiche Stimme ist, bis dann ein Zwischenfall kommt. Ja, das ist ja für die Synchronsprecher eine tolle Sache, abonniert zu sein auf einen großen Star, der viel dreht. Ne? Gibt es ja auch welche, die sind als Synchronsprecher direkt prominent geworden. Beispielsweise die junge Dame, die in Sex and the City die Hauptrolle, die Sarah Jessica Parker synchronisiert. Die macht ja auch Lesungen, man erkennt dann die Stimme. Also ich glaube, sie heißt von Bentheim, Vorname weiß ich jetzt, Irina von Bentheim. Und man kann auch als Synchronsprecher also viel aus diesem Beruf herausholen. Man muss halt dann im Dunkeln leben, ne?
Weil man ja immer dann im Synchronstudio ist es ja stockduster und du hast nur das Buch vor dir und musst immer lippensynchron. Aber es ist, wenn man einmal einsteigt, man lernt auch viel über Schauspiel. Es ist ganz interessant, weil man sich mit der Spielart intensiv auseinandersetzen muss. Ja, aber da wir beide nicht im Dunkeln leben, wissen wir, das hat seine Vor-, aber auch seine Nachteile, ne? Ihr letztes Buch heißt Säger und Rammler. Also nochmal Säger und Rammler. Und andere Begegnungen mit der Männerwelt. Das erschien 2016. Können Sie einem schlichten Gemüt wie mir kurz erklären, worum es da geht? Also erstmal habe ich in diesem Buch auch gewisse Texte aus meinen Shows untergebracht. Denn ich habe ja Fans, die gucken sich meine Programme 7 bis 8 Mal an. Ich gehe davon aus, weil sie das beim ersten Mal gar nicht alles begreifen. Ne? Ja. So kann man das ein oder andere auch noch mal nachlesen und auf sich wirken lassen. Und ich liebe es sehr, wenn man den Humor den Leuten auch mitgeben kann. So dass sie, ach, was hat sie wieder gesagt, dass man zu Hause noch mal das nachlesen kann. Es sind viele Bonmots und Dinge, die mich ein Leben lang begleitet haben, kleine Sketches, Szenen. Und das Ganze entspinnt sich aber an Alltagssituationen, an Beobachtung. Ich bin ja nach Brandenburg gezogen, ne? Habe mir da ein Haus gekauft, habe das Haus saniert, habe einen großen Garten, habe wunderbare Nachbarn. Und dieses reale Leben, was ich lebe, habe ich da durch die eigene satirische Brille beleuchtet. Ich halte dieses Buch für eines meiner besten, wobei natürlich ein Dauerbestseller ist, gibt es ein Leben nach 50. Aber wenn ich das immer so weitermache, da stirbt mir eines Tages Publikum weg. Ich muss ja auch mal andere Bücher schreiben. Können Sie uns folgende Sätze von Ihnen erläutern? Also der erste Satz. Männer sind nichts anderes als extrem hochentwickelte Hunde. Wissen Sie, ich würde sowas nie behaupten, wenn ich es nicht verifizieren könnte. Ne? Es wäre ja dumm, nun auch vor Gericht irgendwas zu behaupten, wenn man dafür keine Beweise hat. Die können schauen, gar nicht schauen Sie tragen, sich die ältesten Höhlenmalereien an. Hm? Ja, in der Anthropologie und so dieses, was das Erste, was man lernt, sind, also ich meine, was über die Kultur des Menschen dargestellt wird, ist die Höhlenmalerei. Die ältesten Abbildungen dieser Erde zeigen Wesen, halb Mann, sieht man am Oberkörper, untenrum mit Schweif, halb Hund. Und da dachte ich, wenn die damals, lange vor den alten Griechen, Wesen dargestellt haben, halb Mann, halb Hund, dann muss das doch eine ewig geltende Wahrheit beinhalten. Und habe mir das mal vorgeknöpft und habe dann natürlich entwickle und entfalte da, wenn man sich einen Mann respektive Hund anschafft, wie man ihn zu dressieren, wie man ihn zu behandeln, wie man ihn zu nehmen hat, damit er auf Kommandos pariert bei seinem Frauchen. Ne? Ja, ich finde das... Also, ich habe vom großen Bogen, vom Erhabenen zum Niederen dieses Thema geführt. Ja, nein, ich finde extrem hochentwickelt... Für uns Männer, ich meine, wenn auch als Hund, ist schon eine ganze ist Menge, doch ein ehrlich Kompliment, gesagt. Ja, dass ich sage, ja, natürlich, hochentwickelt. Ja, finde ich auch. Nicht? Ja. Und manche nicht nur Männer, wenn man abends nach Hause kommt, nachdem sie im Tag alleine war, alleine zu Hause gewartet haben auf ihr Frauchen, die machen es ja auch wie die Hunde, wenn man dann heimkommt, wedeln sie sogar mit dem Schwanz. Ne? Ja. Ja. Aber Sie sagen nicht nur hochentwickelt, sondern extrem hochentwickelt. Das gefällt mir sehr gut. Die Bedeutung der Gärten. Worin besteht für Sie die Bedeutung der Gärten? Na, das ist ja eine eigene Sprache. Ne? Für einen sehr kreativen Menschen wie mich, Dankeschön. Jetzt ist die Arbeit ja auch getan. Ne? Ja. Das hatte ich auch schon gemerkt. Verstehen Sie? Ich war leicht abgelenkt durch Sie. So. Ja. Das ist ja eine Welt für sich, die man schaffen kann. Ich bin in einem sehr kompetitiven Challenge-Bezirk, nämlich Falkensee, gezogen. Ne? Da hält man ja noch was auf sich, was den Vorgarten anbetrifft. Ne? Ich frage mich, wie die das machen, dass auf deren Grundstücken morgens kein Laub liegt im Herbst. Ne? Also fragen Sie mich nicht. Ich habe die Möglichkeit, mich dazu entfalten, dass ich habe keine Hobbys, das lässt mein Beruf nicht zu. Aber wenn man mich fragt, dann muss ich sagen, oder doch, die Gärtnerei ist mir zum Hobby geworden. Kostet viel Zeit, macht viel Arbeit, man braucht viel Liebe.
geht ganz schön in die Knochen, man wird aber reich beschenkt. Und das ist das Hobby, was ich gefunden habe, die Gärtnerei. Aber auch da gehen mit mir natürlich wieder die Pferde durch, weil ich mich natürlich gleich an Sissinghurst orientiere. Ne? Also an diesen englischen Gärten und an dieser wirklich sensationellen Gartenarchitektur. Wir sind ja hier auf Sandboden, schwierig, Kiefernwald noch dazu macht den Boden sauer. Es kann eh nur ein Bauern- und ein Landhausgarten werden, aber da gebe ich mir die größte Mühe. Warum müssten sich alle Männer fürchten, wenn sie einen Jagdschein hätten? Bitte? Warum müssten sich alle Männer fürchten, wenn sie einen Jagdschein wenn hätten? Wenn ich den Jagdschein hätte? Wenn ich ihr eigene Jagden geben würde. Ich würde auch ein paar Widersacher einladen, um die in Schuss zu halten. Das ist doch toll. Ich meine, was für eine schöne Formsprache. Leute, mit denen man richtig Ärger hat, wo die Kacke am Dampfen ist, einfach zur Jagd bitten, finde ich sehr interessant. Mal gucken, ob sie kommen. Ne, kann ja sein, dass der Daumen abrutscht. Ne? Das kann passieren. Und wenn man einen Jagdschein hat, na, ist man ja unschuldig. Jagdunfall. Ja. Das kommt halt vor. Ne? Ja. Welche Hemmung haben Männer gegenüber Hammerwerferinnen? Ja, schauen Sie mal, da habe ich in diesem Buch die Emanzipation besprochen. Sie machen ja dolle Reklame für mein Werk, was draußen liegt. Ne? Klar. Und zwar geht es darum, dass ja sehr viele Sportler, ich frage mich, warum wir mit der Emanzipation oder Gleichstellung der Frau noch so rückständig sind. Warum gibt es keine Dartwerferinnen? Es gibt viele Sportarten, da ist die Frau einfach gar nicht vorgesehen. Es gibt zum Beispiel keine Disziplin für Snookerspielerinnen oder diese Pfeilwerfer, also Dart oder so gibt es viele, viele Sportarten, wo die Frau einfach außen vor gelassen wird. Und ich finde, dass die Hammerwerferin eine sehr mutige Frau ist, die sich auch der körperlichen Kraft eines Mannes stellt, auf Augenhöhe. Und so müssten das noch in vielerlei Sportarten und Disziplinen. Ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass es beim Pferderennen, also ich rede jetzt von Jockeys mit der Kutsche, dass da die Damen breitbeinig, die zum Trab auf der Trabrennbahn mit gespreizten Beinen, das Pferd quasi beim Pferdederby also dirigieren. Aber es ist ein reiner Männersport, der Jockey. Warum gibt es Sportarten, die nun nicht unbedingt auf Kraft angelegt sind, wie Kugelstoßen oder so, sondern sogar wie beim Pferdederby, warum dürfen Frauen das nicht machen? Ja, haben Sie doch eine interessante recht. Frage. Ja, darf ich trotzdem noch mal fragen, warum wir Hammerwerferinnen fürchten müssen? Meinen Sie, dass die uns den Hammer irgendwann... Ich meine, wenn man jetzt mit einer verheiratet wäre und man hat ein Scheidungsverfahren, womit es um Haus und Hof geht, ja... Also da würde ich mal sagen, es ist natürlich Satire. Sie dürfen mich auch solche Sachen nicht fragen. Sie dürfen mich nicht allzu wörtlich nehmen. Das hat dann natürlich, das bezieht sich dann wahrscheinlich auf den Inhalt des Kapitels. Und es hat den Zusammenhang, wie es wohl wäre, wenn man mit einer Hammerwerferin als Lesbe zusammenlebt. Darum handelt davon, das bezieht sich auf dieses spezielle Kapitel. Ne? Ja, ich finde das ja auch sehr schön. Die Leute sollen ja zumindest auch ihren Humor kennenlernen. Zumindest ist da was los. Ja. Ne? Und warum sind Frauen und Männer nur beim Dressurreiten gleichberechtigt? Oder warum sind sie dort gleichberechtigt? Ja, weil dürfen sie ja beide in dieser Sportart antreten. Im Gegensatz zum Pferdederby. Ne? Dressurreiten liebe ich ja, es hätte mir auch gefallen. Hat viel mit Ballett zu tun. Aber da kann man ja auch nur zu was kommen, wenn man Pferde für Millionen hat. Ne? Weil das letztendlich gewinnen auch nur die besten Pferde haben. Ja, wissen Sie, was ich nicht wusste? Gab es im Sozialismus nicht, oder? Gab es da Dressurreiten? Nein, gab es auch, beides. Aber wissen Sie, was interessant ist? Wie hieß der Olympiasieger? Winkler, ne? Ja. Der zigfache Olympiasieger. Der hat mir erzählt, was ich nicht wusste, dass alle Pferde der erfolgreichen Springreiter in der Bundesrepublik vom volkseigenen Gestüt Magdeburg kamen. Nur sein letztes Pferd war im Westen gekauft. Das kostete immer 100.000 D-Mark. Er sagte, hätte man auch noch etwas teurer machen können. Mhm. Und trotzdem sind wir ja nie im Springreiten beim Preis der Nation, beim Abschluss der Olympischen Spiele angetreten. Das habe ich da nicht verstanden, wenn Sie die Pferde hatten. Ich glaube, es war Ihnen zu elitär oder das Westgeld zu wichtig. Also, was weiß ich. Auf jeden Fall haben wir die Bundesrepublik Deutschland damit gestärkt. Das bleibt nun aus, wie auch unsere Entwicklungshilfe. Daran leidet die Bundesrepublik begrenzt.
Sie erfuhren erst 2003 von Ihrer jüngeren Schwester. Wie kommt denn sowas? Kann man das mit... Nein, wir wussten, dass mein leiblicher Vater noch eine weitere Tochter bekommen hat. Ja? Aber ich habe sie dann, es war nur kein Geheimnis, also, aber ich habe sie dann erst kennengelernt. Ne? Nach dem Ableben, da wird man ja vom Amt angeschrieben, wenn man als Erstverwandter ersten Grades ja halt davon betroffen ist. Und da wurde ich ermittelt, dass ich mich mit meiner Halbschwester doch in Verbindung zu setzen habe, weil ich nur den Pflichtteil erbe und sie mich auszahlen muss. Da habe ich dann natürlich angerufen, hätten sie ja auch gemacht. Ne? Und mögen Sie sich inzwischen oder ist es eine Ich mag Lissant? Sie sehr. Sie ist Kinder- und Jugendpsychiatrin in Stendal. Hat sie eine Kanzlei, hätte ich beinahe gesagt, wenn ich sie angucke. Ja. Also eine Praxis. Ja. Eine Praxis und... Ist eine sehr fleißige, tolle Frau. Hm? Sieht mir aber gar nicht so ähnlich. Ich finde, sie sieht aus, sie hat pechschwarze Haare und sie hat einen Haarschnitt wie auf einem Otto Dix-Gemälde. Also wie kann man so gerade wie eine Rasenkante, ja, und hat auch so tragische Augenbrauen, ist nicht sehr gut geschminkt, hat auch ein bisschen schlechtes Permanent-Make-up, wodurch sie wie eine tragische Otto Dix-Figur wirkt. Ist aber hochintelligent, und definitiv eine Berliner Type. Also die ist sehr berlinerisch, muss ich wirklich sagen. Sagen Sie Worauf mal, ich stolz bin, weil ja. Ich liebe meine Heimat. Ganz am Rande. Ja. Und ich bin eine stolze Berlinerin. Das darf man ja auch mal sagen. Das verstehe ich auch. Früher wurden wir dafür gehänselt. Soll ich Ihnen mal meine Lieblingsgeschichte erzählen? Ich war im Tegel auf dem Flughafen und da war noch ein CSU-Bundestagsabgeordneter. Und die Autos mit dem Bundestag klappte nicht. Also wir standen da beide rum. Dann haben wir unter Überwindung sämtlicher ideologischen Widersprüche uns entschieden, gemeinsam ein Taxi zu nehmen. Und da hatten wir was ganz Seltenes, ein Ur-Berliner Taxifahrer. Das ist ja eine Rarität in Berlin. Liebe ich, aber, ja. Aber wir hatten den. Und der schrieb, wollte ihm immer vorschlagen, dass er eine andere Strecke fahren soll. Das kannst du natürlich auch bei jedem Taxifahrer oder jeder Taxifahrerin in Berlin machen, aber nicht bei einem Ur-Berliner. Der fuhr sowieso seine Strecke weiter. Der wurde immer wütender, mein Kollege von der CSU, und sagte, ich habe ihm doch gesagt, aber der reagierte gar nicht darauf. Und dann sagte er den fantastischen Satz zu diesem Taxifahrer, ich glaube, Sie wissen gar nicht, wen Sie hier fahren. Ja? Sie fahren ja immer in zwei Bundestagsabgeordnete. Da dachte ich, oh Gott, was passiert denn jetzt? Da drehte sich mein Taxifahrer kurz um und sagte, so, da habe ich schon Besseres gefahren. Wirklich, ich war dann für das Trinkgeld alleine zuständig. Ja? Der hat dann nicht mehr, das Wunderbar. Liebe ich an den Berlinern. Ne? Ja, da müssen sich die Leute, die im Prenzlberg leben, noch dran gewöhnen an die Berliner. Ja, ne? Das ist wahr. Sagen Sie mal, stimmt das, dass Sie in Ihrem Haus weder eine Hilfe von einer Putzfrau haben, noch von einer Gärtnerin? Sie machen alles alleine? Ja, ich mache alles alleine. Das ist aber Deshalb anstrengend. Bin ich auch so schön und so schlank. Ne? Ja, aber anstrengend ist es auch, oder? Ja, es ist sehr anstrengend. Aber alles ist anstrengend, wenn man es richtig macht oder man bleibt Amateur. Ja, ich weiß. Und warum darf eine Bundeskanzlerin Ihrer Meinung nach nicht attraktiv sein? Ach so, na das Ich meine, ist auch nicht zu befürchten, aber ich frage mal, warum Sie es nicht sagen? Vor allem widerlegt Angela Merkel die These, dass Erfolg sexy macht. Sagt man ja auch immer. Ne? Und ich finde, dass ich glaube, sie hätte diese immerhin, egal was man über sie denkt oder welche politische Haltung, aber als Persönlichkeit, diese gigantische historische Karriere wäre nicht möglich geworden, wenn sie in meiner Haut gesteckt hätte. Weil dann natürlich... Wissen Sie, in Deutschland ist es immer gut, so im Schatten vor sich hin zu wuseln, statt als attraktive Blondine mit körperlichen Reizen, Witz und Charme und großer Klappe sich ins Kreuzfeuer zu begeben. Und sie ist eigentlich das, was diese ganzen Coaches, die es ja jetzt gibt, Karrierecoaching, dann diese Mentoren, ne, lernt man ja auch an so Akademien, wie man für Erfolg sich darzustellen hat. Na, also
Also die hat den größten Erfolg, ich meine jetzt nur als Lebensleistung, ja. Aber so eine wie die, na, die hätten sie am Reißbrett nicht entworfen. Bei all ihrer Karriereberatung und bei ihrem Personality-Coaching. Da kommt eine mit trittfestem Schuhwerk und Faltenrock in A-Linie in den alten Mänteln von Helmut Kohl, ja, mit diesen hier. Ja. Da hätten sie doch erstmal gesagt, na, also wissen Sie, Sie müssen jetzt erstmal lernen, dass sie auch ein bisschen rüberkommen über die Mädel. Ne? Sie müssen mal jetzt lernen, dass sie auch mal so mit der Kamera, müssen sie so ein bisschen so flirten und auch mal so nett lächeln. Ne? Müssen sie also, mal schickere Klamotten müssen sich mal anschaffen. Ne? Ja, wobei ich sagen muss, sie kann drei Dinge. Die kann sie wirklich. Sie kann erstens sehr schön zufällig lächeln. Steht außer Frage. Zweitens ist sie für eine Kanzlerin erstaunlich wenig eitel. Und drittens ist sie materiell überhaupt nicht interessiert. Wenn sie jetzt noch eine Idee für unser Land hätte, das wäre noch besser. Aber ich erkenne bei ihr durchaus Dinge an. Es hat Sophia Tomalla bei ihrer Werbekampagne, da hat sich ja Frau Merkel an Sophia Tomalla gehängt, weil die 500.000 Follower hat. Da war ja dann auch die Tochter von der Tomalla recht, ja, damit sie noch Wahlpropaganda machen kann. Die sind ja gemeinsam aufgetreten. Und da hat ja Sophia Tomalla den medial sehr verbreiteten Satz gesagt, ich liebe Angela Merkel, weil sie komplett skandalfrei ist. Ich sehe diese Frau nicht als skandalfrei, wenn die Kinderarmut in Deutschland so groß ist wie nie zuvor nach dem Krieg. Ich halte das für einen Skandal. Also ich finde, skandalfrei ist sie politisch überhaupt nicht. Sie hat natürlich, ich meine, wenn Angela, stellen Sie sich mal vor, also bei Angela Merkel, ja, soll die denn, wie es die Politiker, wie es ein Kennedy gemacht hat, soll die denn Affären haben und sich einen Toyboy halten? Na, das wäre ein Skandal. Das wäre vielleicht ein Skandal. Na, da wäre sie aber drei Tage hintereinander auf der Bildzeitung. Ja, aber liebe Frau Nick, dazu werde ich mich ganz bestimmt nicht äußern. So, warum und wie freuen Sie sich eigentlich aufs Alter? Ich nehme mich auch. Wissen Sie, ich war immer ein sehr spezieller Mensch. Ich war auch immer so ein bisschen eine Verwirrte. Ich war immer ein bisschen in meiner eigenen Welt. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich habe keine Angst, senil zu werden. Weil bei mir wird man den Unterschied später mal überhaupt ja nicht groß merken. Warum schätzen und lieben Sie Marlene Dietrich, Zara Leander und Inge Meisel? Naja, Marlene Dietrich muss ich ja nun lieben, weil sie eine Berliner Ikone war, die nicht singen konnte, daraus wahnsinnig viel gemacht hat, weil sie genauso geniale Proportionen hat wie ich. In meiner Familie, da sehen sehr viele Leute aus wie Marlene Dietrich. Ich weiß nicht, welcher Russe dazwischen gefunkt hat bei meinen Vorfahren, aber wir haben gute Proportionen, muss ich Ihnen mal ehrlich sagen. Also wissen Sie auch, sie dürfen natürlich nicht mit der Lupe gucken, aber aus der Distanz, wenn Sie die guten Beine haben, wenn die Proportionen stimmen, lange handelt's, ja, den Rest, das kannst du doch alles machen, ich arbeite ja mit Eigenhaar, ne, ich sag's nur, also keine Extensions und so, ne, und da können sie 80 werden und sieht noch nach was aus, ne, wenn sie natürlich von früher Jugend an falsche Proportionen haben, ne, dann ist das nicht machbar und für mich war Marlene Dietrich immer eine Ikone, ein Idol, ein überirdisches Vorbild, wobei ich weiß, dass die Dietrich nur eine Illusion aus Licht und Schatten ist. Ne? Und vor der Kaserne, vor dem großen Tor, naja, also ich meine, die bei der Truppenbetreuung, ne, die war ja auch flott mit dabei. Ne? Da wurde ja einer nach dem anderen abgearbeitet. Aber dennoch, finde ich, hat sie das Bild des guten Deutschen, Deutsch im guten Sinne, nach dem, was wir in den Geschichtsbüchern hinterlassen haben, hat sie dieses Bild manifestiert. Und das finde ich sensationell. Und Zara Leander? Habe ich mich nie so mit befasst. Ne? Aber ich liebe natürlich solche Persönlichkeiten, die erst in der zweiten Hälfte des Lebens zu voller Blüte gelangt sind, schon mal in eigenem Interesse. Denn diese großen Ikonen, ja, das ist ja eine Frage. Heute heißt es ja immer, ja, wie alt ist die denn? Jugend, dieser ganze Jugendwahn, ja, 40, um Gottes Willen. Sie wären ja im normalen Beruf, ich sage mal, Sie sind am Theater Maskenbildnerin, Visagistin, kriegen Sie ja mit 46 gar keinen Job mehr. Nehmen Sie eine Jüngere, weil die billiger sind.
die 46-Jährige hat, die kriegt ja mehr Geld. Und so ist es ja in allen Bereichen. Und ich finde so toll, dass diese Frauen, diese Ikonen, Sie sagten jetzt Sarah Leander, davon gibt es ja viele, auch eine Greta Garbo und so weiter, nicht zu vergessen eine Helen Mirren, ja, eine Susan Sarandon, dass diese Frauen in der zweiten Hälfte des Lebens durch Stil, durch Klasse, durch Qualität auf dem Höhepunkt ihrer Karriere sind. Und ich meine, wenn man bedenkt, dass eine Frau wie Sarah Leander auf dem Zenit mit 70 war, ich bitte Sie, da sind doch meine Aussichten spektakulär. Ja, deshalb wunderte ich mich vorhin auch mit Ihrer Frage mit der Regierung. Adenauer war 73, als das wurde. Ich habe noch 4 Jahre. Ach so, das wusste ich nicht, dass der 73 war. Der war 73, als er Bundeskanzler wurde. Wollte ich bloß mal so gesagt haben. Aber mir ist es sehr sympathisch, dass in der Politik generell auch jüngere Menschen am Ruder sitzen. Ne? Mir also auch. Ich finde, das ist auch ein bisschen wieder natürlich. Die Alten gehen mir auch auf den Senkel. Dass in der Politik eine gewisse Vergreisung unkommentiert stattfinden darf. Bei mir nicht, bei Ihnen auch nicht, aber ansonsten stimmt das. Das ist. Inge Meisel, was imponiert Ihnen an Inge Meisel? Ach Mensch, die Inge. Naja, die vielen Falten, die sie hatte, die kamen ja vom Lachen, nicht vom Altern. Aber sie hat keine Nachfolgerin gehabt. Imponiert mir. Wissen Sie, das war heute, da versuchen sie alle, da denken sie, wenn ich mir die Lippen spritzen lasse oder irgendwie hier hohe Cheekbones einsetzen lasse, dann bin ich, dann habe ich in diesem Beruf irgendwie, dann mache ich eine neue Setkarte und dann werde ich engagiert und kann als Schauspielerin irgendwo im Film oder im Fernsehen auftreten. Ich meine, das waren doch noch Gesichter, das waren doch Charakterdarstellerin. Man hat doch bei einer Edith Hanke, bei einer Inge Meisel hätte doch keiner gesagt, die hat aber Falten. Und es waren Persönlichkeiten, es waren Charaktere, die auch Menschen verkörpern konnten. Und dieses Schablonentum, ja, das liegt mir überhaupt nicht. Und die haben auch, es waren auch irgendwo Außenseiter, die keiner Norm entsprochen haben, dafür aber Unikate waren, Originale. Eine Inge Meisel hat keine Nachfolgerin. Bei Edith Hanke muss sie aufpassen, wenn sie mit mir ist. Ne? Also da, ne, richtiges Stück, richtiger Regisseur, ne, das könnte noch klappen. Leider ist meine Zeit schon so gut wie abgelaufen, weil ich noch nach Schwerin muss und ich soll da schon um 19 Uhr sein. Was lehnen Sie am Feminismus ab? Ich bin doch eine Feministin. Ich komme aus einer alten Dynastie Alleinerziehender. Wir sind Alleinerziehende in der 4. Generation. Übrigens hat die Taz mich mal gefragt. Meine Urgroßmutter war ja schon Vorreiter, aber nicht aus politischer Mission, sondern deutsches Schicksal. Weltkrieg I, Weltkrieg II, immer die Arschkarte gehabt. Ne? Die Taz hat mich mal gefragt, ob Männer Feministen sein können. Da habe ich gesagt, in aller Regel nicht. Ich kenne nur eine einzige Ausnahme, nämlich mich selbst. Aber den Humor haben die auch nicht verstanden. Da muss man ja auch ein bisschen nachdenken. Ja. Können Sie mir einen Satz, nur einen Satz wegen der Zeit sagen? Einen Satz zu Trump, dann einen Satz zur AfD. Ich habe mich ja heute so angezogen, als wäre ich Melania. Das reicht mir. Van der Lippe. Ich dachte mir, was ziehe ich an, wenn ich zu Ihnen komme? Ne? Bei dem AfDler Gauck, da habe ich ja einen Dirndl getragen. Da ist der Mann mir ja erlegen. War ja ein riesiges Interview in der Bild am Sonntag. Und da dachte ich, man muss, wenn man sich mit einem Mann trifft, muss man ihn auch optisch abholen. Ne? Ja. Ja. Und da gerade dachte die Kurzen, ich werde mal vollkommen mit in einem Gespräch mit Ihnen, werde ich mal richtig schön den Kapitalismus raushängen lassen. Ne? Ja. Sowas hat es ja in der Zone nun nicht gegeben. Ne? Das ist ja Haute Couture-Tiger-Look. Ja, aber Sie haben eine Sache und vergessen. Und mit großem Dekolleté und das an einem Sonntagvormittag. Ja. Was glauben Sie, wann ich mir den Wecker gestellt habe, um so auszusehen? Ja, aber zwei Dinge muss ich Ihnen sagen. Erstens haben wir jetzt schon Sonntagnachmittag und zweitens, dadurch, dass ich kurz bin, schaue ich von unten. Das ist eine völlig andere Blickrichtung. Das ja, also da muss ich Ihnen aber sagen, Herr Gysi, also mit dem Dekolleté, ja, wenn Sie nun die ganze Zeit auf dieser Höhe stehen, also da darf man Ihnen wirklich keinen sexistischen Vorwurf machen. Davon Dankeschön. Sind Sie freigesprochen. Wunderbar, also ich das werde freut Sie mich. Nicht anzeigen. Gut. Sie haben uns, Sie können glaube ja nichts dafür auf dieser Ebene. Eben. Sie haben uns ja erklärt, warum Sie Operetten und Opern mögen. Das verstehe ich sehr gut.
Aber ich verstehe auch, dass Sie als Gast in Talkshows auf der einen Seite sehr beliebt sind und auf der anderen Seite sehr gefürchtet. Ja, Gott sei Dank. Also bei dem Niveau, was heute im Fernsehen sich abspielt, also wenn man da einfach lauwarm mitschwimmt, das ist der kleinste gemeinsame Nenner. Und wenn ich da gefürchtet bin, kann ich nur sagen, zu Recht. Ne? Gott sei Dank. Wenn Sie sowas wie mich schon fürchten, weiß man ja, was ansonsten los ist. Ne? Das ist wahr. Möchte gerne wissen, wie Sie damit umgehen, wenn Sie Bezeichnungen über sich lesen wie Kampfschabracke vom Dienst, die Wiesenschlampe der Nation, Königin der ordinären Karlauer, Erfinderin des Daumenwitzes. Daumenwitz. Daumenwitz. Ja. Na, das ist ja noch aber ein Daumenwitz Kompliment. Ist auch nicht schlecht, müssen Sie zugeben. Das ist natürlich, das letzte war noch ein Kompliment. Ja, ansonsten stellt sich damit natürlich der Redakteur selber bloß, weil man kann ja immer nur das von sich geben, worüber man selber verfügt. Also ich kann ja nicht über die Sensibilität anderer mir ein Urteil erlauben, wenn ich selber keine besitze. Und für mich sind dann diejenigen, die sowas formulieren, offenes Buch, wobei es teilweise auch sehr populistisch ist und die natürlich Angst vorm Chef haben, wenn sie ihre Zeitung nicht verkaufen, ne? Also die machen ja im Grunde genommen auch nur ihren Job und meinen dann in meinem Falle mit solchen Vokabeln um sich werfen zu müssen. Aber das tun sie natürlich nur, weil sie das Gesamtkunstwerk Desiree Lanik nicht im geringsten begriffen haben. Ist es richtig, dass Sie nach wie vor religiös aber aus der Kirche ausgetreten sind? Ja, weil ich Probleme mit der Institution habe. Und das hat ja mit dem Glauben nichts zu tun. Und die Institution Kirche wird ja geführt von sündigen Menschen. Die sind ja mit der Erbsünde behaftet. Und von daher kann man ja auch nichts anderes erwarten. Ne? Aber finden Sie, wir sind ja aus dem Paradies Vertriebene. Wissen Sie, die Bibel hat uns nicht das Paradies auf Erden versprochen. Der erste Satz, die erste Geschichte ist die Vertreibung aus dem Paradies. Ja, da sind wir nicht mehr. Wo ist das Paradies? Musst du dir schon in deiner eigenen Brust schaffen, in deinem eigenen Umfeld. Weil die Bibel hat uns nicht das Paradies auf Erden versprochen. Ja. Mein Gott, warum trinken wir das, wo kein Alkohol drin ist? Ja, ne? Ja. Finden Sie denn Franziskus nicht doch einigermaßen in Ordnung? Finde ich super. Ja. Ja, absolut, weil er kontrovers ist. Er ist eine kontroverse Person, die sich für das, was der Vatikan und das Zweite Vatikanische Konzil ihm abverlangt, sehr weit aus dem Fenster lehnt. Für die katholische Kirche ist das alles schon revolutionär. Na, ich glaube, die waren in einer schweren Krise mit den ganzen Missbrauchsfällen und wussten, dass sie einen solchen Papst benötigen. Dann haben sie diesen Kardinal zum Papst gewählt. Und nun tut es ihnen leid und versuchen die ganze Zeit, an ihnen rumzusägen. Ich hatte im Cicero ein Streitgespräch mit dem katholischen Vorsteher eines Klosters, der permanent den Papst angriff. Ich musste ihn immer verteidigen. Wusste ich auch nicht, dass das meine neue Rolle ist. Glaube ich Ihnen gern, ja. Sagen Sie mal, was mich noch interessiert ist, Sie haben so schöne Sätze gesagt, wo habe ich die jetzt hingelegt? Ach hier. Nee, das habe ich Ihnen schon vorgelesen. Sie brauchen nicht alles abzulesen. Nein, ich habe ja schon viele Sachen ausgelassen. Unterhalten Sie sich doch ohne die Karten. Ich habe ja schon viele Sachen ausgelassen. Sie haben mal gesagt, dass Sie unter 80 Millionen Deutschen einzigartig sind. Das stimmt. Aber sind das nicht irgendwie alle? Nein. In meinem Metier. Ich rede jetzt natürlich von meinem Metier, soziologisch gesehen. Mein Metier krankt an einer großen Gleichmachung, an Schablonen, wenn Sie sich die Serien angucken, wie die Leute besetzt werden. Es gibt so ein Muster, was heute als Norm, wie die Dinge zu sein haben, die Erwartungen vorgibt. Und da passe ich leider in keine Schublade. Ich stand ja neulich vor dem Finanzgericht in Cottbus, aber weil ich geklagt habe. Auch da hat mir ja der Richter bestätigt, dass leider ich die Arschkarte habe, weil ich bin eine One-Woman-Show, die mal angestellt ist und die mal aber dann
festangestellt ist. Und da hat er mir so schön erklärt, wenn der Friedrichstadt-Palast 300 Kilogramm Puder bestellt und jeder nimmt sich eine Tasse mit, interessiert das keinen. Aber wenn Sie sich ein Puder kaufen, dann müssen Sie das, der für berufliche Zwecke ist, bei jedem Einzelnen nachweisen. Also ich habe zu viel, um zu sterben, und um zu wenig, um wirklich groß zu leben. Und er hat mir das bestätigt. Er hat gesagt, ich wäre ein Störfall für die Verwaltung, weil bei mir alles, was es gibt, nicht zutrifft. Und die Schublade muss erst noch gemacht werden. Bei mir ist alles immer anders, als es für die Verwaltung normalerweise verwaltbar ist oder vorgesehen werden kann. Ich bin aber ein Unikat, ich bin ein Original. Meine Bühnenkostüme darf ich alle nicht absetzen, weil er zu mir gesagt hat, sie laufen damit ja auch privat rum. Ne? Also ich würde das nun nicht sagen, wenn man sich mal anguckt, wie ich auftrete, aber in Zeiten, wo Olivia Jones eben, oder vielleicht kommt es auch dadurch, dass ich dann Bild, was Künstler, was Entertainer sind, was privat ist, vielleicht durch die ganze Travestie-Szene, also die Grenzen verschwimmen da, man kann das eine vom anderen nicht mehr unterscheiden. Ich hatte gerade eine Steuernachzahlung von 60.000 Euro. Das habe ich weggenommen vom Ausbildungskonto meines Sohnes. Es war für mich eine persönliche Tragödie. Das verstehe ich. Ihr Sohn lernt ja übrigens im Unterschied zu uns beiden einen anständigen Beruf, oder hat er? Der möchte mit Theater nichts zu tun haben. Mhm, ja. Also diese Generation bzw. mein Sohn ist geheilt von dieser Neigung unserer Familie, und er hat völlig andere Ambitionen. Hat allerdings viel Verständnis für Künstler. Und ich finde immer so toll, wenn man gemeinsam unterwegs ist und dann erzählen gewisse Mütter, meine Tochter möchte ja auch Schauspielerin werden, sie ist ja jetzt in einer Agentur, und mein Sohn hat dann einen unnachahmlichen Gesichtsausdruck, wo er dann immer mitleidig nickt, mit einem Gesichtsausdruck, als hätte man erzählt, also es ist gerade eine Diagnose über eine Familie hereingebrochen oder er hat einen schlimmen Auto. Also Übermittlung einer großen Tragödie. Ne? Dass dieses Echo ruft das bei ihm hervor, weil er weiß, was das heißt, und weil er auch weiß, dass dieser Berufswunsch von Illusionen getragen ist. Liebe Desiree Nick, ich glaube, Sie sind geworden, wie Sie geworden sind, weil Sie häufig auch verletzt wurden und gelernt haben, sich dagegen zu wehren, was nicht leicht ist. Ich schätze an Ihnen Ihre Souveränität, an die viele Frauen bei sich nicht glauben und die Männer kaum bei Ihnen und anderen zur Kenntnis nehmen können. Sie sind nicht nur souverän, sondern auch sportlich dynamisch. Sie haben das Recht, auch zu verjagen. Aber überlegen Sie sich vorher, wohin. Ich finde, Sie sind eine schöne und beeindruckende Frau, geben der Männerwelt nicht nur Paroli, sondern sind ihr überlegen. Das ist die Stärke, die viele andere und ich an Ihnen in Dschungelcamp und anderswo so sehr geschätzt haben und schätzen. Bleiben Sie einfach, wie Sie sind. Danke. Aber Ihnen sage ich auch noch was. Ich habe auch mein Schlusswort. Ich habe auch ein Schlusswort. Ich habe auch ein Schlusswort. Weil ich ganz hip bin, habe ich ja über uns Fake News in Umlauf gebracht, ne? Ich habe ja gepostet auf meinen Account, dass Sie zu mir zum Abendessen kommen. Stellen Sie sich das mal vor. Und die Leute drehen ja durch bei der bloßen Vorstellung, dass Sie zu mir in meinem Privatbereich zum... Ich habe einen Tisch gedeckt, habe gesagt, Sie kämen zum Vorgespräch. Ne? Die Leute sind ja kollabiert. Ich bin aber auch beschimpft worden, Shitstorm-mäßig, dass ich eben nicht an die Obdachlosen denke, an die Kältehilfe, an die Menschen, die Hunger leiden, und dass ich dann jemanden füttere, der es eigentlich gar nicht nötig hat. Also das wollte ich Ihnen erzählt haben. Können Sie alles nachlesen. Steht auf meiner Facebook-Fanpage. Haben Sie mein schönes Schlusswort zu sich leicht kaputt gemacht. Denn Sie dürfen mich zum Essen einladen, jederzeit. Und das schmeckt wahnsinnig viel besser, als wenn ich Sie zum Essen einlade. Das ist garantiert. Dankeschön. Tschüss.